Und damit hallo und ganz herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Livestream hier von, ja, jetzt eigentlich nicht mehr der Invictus Launch Week, sondern heute steht eigentlich Drake Defense Con an. Die soll, ja, in guten 20 Minuten starten. Bei mir ist heute hier der Forster. Hallo Forsterland. Hallo Christopher und lieber Chat. Moin moin, ihr Lieben. Ja, ich bin heute tatsächlich etwas früher als gedacht. Ursprünglich wollten wir um 19 Uhr starten. Wir machen heute einen ganz entspannten Abend mit ein bisschen Quatschen. Ich hatte so nach den letzten Videos bezüglich des Rovers, des Lynx Rovers und des Tumbril Storm doch schon die Ahnung, dass man darüber ein bisschen diskutieren könnte, was oder wie diese Fahrzeuge so bei euch ankommen. Denn da gibt es doch, ja, geteilte Meinungen, beziehungsweise ist eigentlich die überwiegende Mehrheit doch schon sich relativ einig. Aber da reden wir gleich nochmal ein bisschen mehr drüber. Ja, heute auch mal bei mir mit Webcam. Ich habe es endlich mal geschafft, die mal anzuschmeißen. Und ihr seht mich auch heute das erste Mal mit Brille. Das hatte ich ja auch schon mal angekündigt, dass ich die ab jetzt trage. Von daher nicht erschrecken, ich bin es trotzdem noch. Ja, und gehen wir gleich einfach mal ein bisschen gucken, was die Drake Defense Con noch bereithält. Forster ist ja hier schon super gut angezogen dafür. Mein Gott, das ist aber auch ein schöner Zwirn, den du da rausgeholt hast. Guck mal, von hinten, oh. Eieieiei. Ein hübscher Rücken kann auch entzücken, oder wie war das? Schön. Das ist ein Subscriber-Flair, ne? Ja. Schon etwas länger her, glaube ich, aber ja. Ja, das glaube ich, auch gut. In verschiedenen Farben und aus, also glaube ich, drei verschiedenen Ausfertigungen. Ja, das hatte ich gesehen. Der Draconity, der hat die auch immer an. Und der hatte mir da, glaube ich, auch mal welche von gezeigt. Ja, die habe ich irgendwie verpasst, ich weiß nicht. Also ich hatte das auch bei Draconity gesehen, bei unserem 10-Jahres-Ding, da hatte er das als Pilot an, sozusagen. Da ist mir das auch aufgefallen. Ja. Gut, Freunde. Ja, könnt mir gerne nochmal schreiben, ob irgendwie jemand zu laut oder zu leise ist oder wie auch immer. Wenn denn da irgendwas nicht passen sollte. Ich habe zwar nichts verstellt, aber wie gesagt, der Abend könnte heute ein bisschen länger werden. Und von daher soll das natürlich alles schön passen. Ja, ich habe mich in die Gegenoffensive gestürzt und habe mir hier einen richtig feinen Zwirn rausgesucht, hinten im Laden. Und meine Origin-Jacke. Mal gucken, ob ich heute zusammengeschlagen werde auf der Drake Defense Con. Schauen wir mal. Da kommen wir gar nicht rein. Vielleicht werden wir abgewiesen. Ah, was? Du bist doch drauf, oder? Gästeliste plus eins. Ja, ich guck mal. Schön, schön. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Eigentlich könnten wir noch ein Ründchen durchs Wörst juckeln. Mal gerade gucken. Vielleicht ist ja die Flotte irgendwo oben. Die habe ich nämlich tatsächlich noch gar nicht gesehen diese Woche. Oha. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt gleich auch verschwindet. Oder ob die noch bis 30. bleibt, meinst du? Das weiß ich nicht. I don't know. Ach komm, lass mal ein bisschen Richtung Spaceport juckeln. Mal gucken. Genau. Die Schilder werden uns ja darauf hinweisen. Das können wir beide recht schnell auf einen der Schilder hier sehen. Ja, das ist, wenn die denn funktionieren, ist das wahr. Ja. Ja, wie gesagt, ich hatte heute dann doch noch ein Video gemacht zum Lynx Rover. Und ja, was ich so in den Kommentaren gelesen habe, war eigentlich größtenteils, dass die Leute den jetzt nicht so wahnsinnig feiern. Weil halt viele auch keinen Einsatzzweck dafür sehen. Ich meine, es ist wahrscheinlich so. Ich meine, er ist jetzt von der Liste weg vom Erarbeiten. Die Leute, die sich einen gewünscht haben und die den ja auch bei der Phoenix dabei hatten, die haben ihn jetzt. Mhm. Aber mehr ist es jetzt auch nicht. Ne? Ja, also ich finde, er fährt sich schön, muss ich wirklich sagen. Also es bringt mir Spaß, mit dem durch die Gegend zu fahren. Und ja, ich sag mal, wenn du zu zweit unterwegs bist und machst da irgendwelche Missionen und so, ja, du kannst damit zum Bunker fahren und gemütlich Dinge machen. Aber wie du schon sagst, brauchen, um gezielt Aktionen jetzt auszuüben, ist ja noch nicht der Fall. Ja, das stimmt. Also die Fahrphysik, muss ich sagen, hat mir auch echt gut gefallen. Wobei dann auch manche gesagt haben, ja, Fahrphysik, dann müsste der viel mehr Schaden nehmen bei Sprüngen und all sowas. Ich meine, klar, da geht es dann fast schon mehr ums Schadensmodell. Da ist auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Das sieht schon teils sehr unrealistisch aus, wenn man so riesige Sprünge macht. Ja, vor allem, wenn er dann nochmal Kopf übergeht und sich überschlägt oder so, ne? Dann, ja,
Ja, mich hat es gewundert. In den Q&As haben sie ja dann tatsächlich geschrieben, dass der weniger Panzerung aufweist als der Ursa Rover. Mhm. Und entsprechend, zwar weil er dann eben dadurch leichter ist, auch ein bisschen schneller ist, aber dass er eben auch weniger einstecken kann. Mal gucken, was das später für eine Rolle spielt, so beim VIP-Transport. Also ich hatte den den Eindruck, dass eigentlich bei Daymaren, wo die Leute ja auch mit dem Cyclone da auch fahren und so, dass dort die Fahrzeuge schneller kaputt gegangen sind, wenn du mal gegen einen Stock oder Felsen oder was weiß ich gefahren bist oder so, aus der Erinnerung aber nur heraus. Ja. Schöner Ausblick auf den Ursa in Goldstandard. Ja, Torlek, hast du recht. Übrigens, Torlek, du kannst super gerne ins TS kommen, ne? Bisschen mitquatschen, wenn du magst. Wenn du gerade mit den Kids fertig bist und alles verarztet hast, dann kannst du gerne kommen. Guck mal, ja. Die NPCs sitzen sogar hier, also stehen nicht auf den Bänken. Also, Ach ja, sagtest du, ne, dass ein Hotfix irgendwie kam? Ja, aber eigentlich für 13.19.1, also für die PTU. Da wollen sie es jetzt den Fehler gefunden haben und den Fix gefunden haben. Das ist ja... Wie lange begleitet uns das schon? Ja, ja. Da mache ich dort leider noch was. Alles klar, Tolik. Also kannst gerne jederzeit dazukommen. Ja. Will ich mal wieder Nacht? Glaub nicht, wie lange ich eben auf Daymar gesucht habe, bis ich eine Location hatte, wo ich mit dem Lynx Rover mal den rufen konnte und bei Tag unterwegs war. Ja, ja. Ja, stimmt, habe ich gesehen, bei deinen Aufnahmen war es Tag. Denn, ne? Ja. Aber es ist gerade Tag geworden. Ich bin also vorher eine Dreiviertelstunde um diesen blöden Mond rumgekreist und habe die ganze Zeit eine Mining Location gesucht. Hier diese Mining Outposts, wo man die Fahrzeuge rufen kann. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist immer witzig, ne? Das ist immer... Man hat immer den Eindruck, dass die Nachtzeiten länger sind eigentlich, ne? So vom Verlauf her halt, oder irgendwie... Dass es länger anhält. Ja, total. Minas, hallo. Und Private Dan, ich hatte dich eben auch schon gelesen. Hallöchen. Ja, beim Panzer habe ich jetzt so gelesen, dass viele denen also doch positiv gegenüberstehen. Ne? Das war so, was ich so heute und gestern so mitbekommen habe, dass doch viele Interesse haben und schon überlegen, ob der, in welche Fahrzeuge der oder Schiffe der reinpasst. So. Also ich habe auch da eigentlich mehr Kritik gelesen, muss ich sagen. Okay. Aber vielleicht auch, das ist ja immer so ein bisschen das, was einem dann am meisten auffällt. Ich habe extra mal versucht, bei ein paar verschiedenen Videos zu dem Ding mal quer zu lesen über die Kommentare. Sagen halt viele, der ist zu breit für das, was er tatsächlich ist, für ein Ein-Mann-Vehikel. Also unnötig breit. Ne? Dann auch das mit den Komponenten, dass die halt, welcher Panzer hat die Komponenten an den Seiten und nicht in der gepanzerten Mitte. Ja. Ah, okay. Das sind halt so Dinger, gut, wo, man weiß jetzt nicht, ob das überhaupt später einen Impact hat. Ja. Also ob man dann wirklich durch die Panzerung durchschießt, direkt die Komponenten gefährdet oder beschädigt. Ja, dann mit dem einen Schildgenerator gegenüber dem Novatank, der 3 hat. Und der Novatank geht ja schon wahnsinnig schnell kaputt. Ne. Ist dann auch die Frage, wie viel kann das Ding überhaupt aushalten? Und ja, die eine Hauptwaffe obendrauf mit Size 3, die wollen auch viele eigentlich stärker sehen, wenn sie denn dann nur, oder wenn er dann nur eine Waffe hat. Ja, stimmt, das habe ich auch gelesen, ja. Ja. Wobei der Alpha Damage da ja auch noch nicht raus ist, ne? Also bei dem Nova Tank dachten auch viele, oh, das heißt, ich weiß nicht, war der mit Size 4 oder direkt mit Size 5 angekündigt? Ist Size 5, ne? Ja, ja, der hat jetzt Size 5, aber ich weiß nicht, wie er damals angekündigt war. Ah, okay. Im Konzept, ich bin mir auch nicht sicher. Aber, am Anfang war der auch ein bisschen schwach und dann hatte der auch mit einem Patch ja wahnsinnig viel Alpha-Damage gekriegt. Also der ist jetzt, ist diese ballistische Waffe eine der stärksten, wenn nicht die stärkste, das heißt 5-Waffe, glaube ich, im Spiel. Ja, einige sagten, dass sie damit mit 9 Schüssen sozusagen eine Hammerhead runterholen oder mit einem Schuss eine Gladius oder so, ne? War so ein bisschen so. Naja, also das ist schon sehr stark, das Ding. Warte mal, hier ist eigentlich so eine Infotafel, wo das draufsteht hier. Da ist jetzt Drake. Mal gucken, wenn das umspringt. RSI. Also es könnte sein, dass die Flotte nicht mehr da ist. Also noch müsste sie ja auf jeden Fall da sein. Noch 14 Minuten. Ja. Weil hier normalerweise das Stand hier geteilt. Ne? Aber hier gibt es heute nur entsprechende Herstellerwerbung.
Aber auf der Karte, wenn wir beide offen sind, müsste sich auch noch rendern. Aber ich sehe da auch nichts. Also auf jeden Fall nicht an Bergini Point. Ja, dann habe ich sie tatsächlich dieses Jahr verpasst. Ja, wir haben ja den Bengel noch mal ein bisschen geärgert. Ja, das habe ich gesehen. Aber es lief wohl letztes Jahr runder für das Thema Jagen des Bengels. Ja, war sehr schnell zerstört und ja, gut, war natürlich schön, um dann über ihn rüber zu fliegen und sich mal einige Dinge so ein bisschen konkreter nochmal anzusehen, aber ja, war schon irgendwie merkwürdig halt, ne? Also war jetzt nicht so kompakt und dauerhaft in der Fleet oder die ein oder andere Idris ist nicht so um ihn herum gekreist, wie man sich das eigentlich so vorgestellt hätte. Ja. Amtsstreuner, hallo. In der Broschüre des Novas steht noch Size 4 drin, siehst du? Den haben sie nämlich auch dann ein bisschen gebufft. Macht ja auch Sinn. Also würde ich auch noch nicht als Gesetz sehen, dass das am Ende wirklich eine Size 3 bleibt. Vielleicht wird das auch noch eine Size 4. Oder die Size 3 ist halt besonders stark. Kann auch sein. Also sie hätten ja hervorgehoben, dass du denn, ja, dass die Munition nicht ausgehen kann. Also jetzt von CRG selbst, oder? Das war ja ihr Fokus irgendwie da drauf. Naja, genau. Bei dem neuen jetzt, dass der irgendwie die Waffe hat, ja. Richtig. Ja, womit düsen wir denn mal rum? Ja, heute kann man ja wieder viele Schiffe mit Blaulicht kaufen, ne? Meinst du? Die Cutlass Blue? Kannst und du Red? Ja, und Red. Ja, stimmt, Red auch, ja. Ja, ja, vielleicht kommt ja heute auch noch ein Konzeptschiff. Ja, unbedingt. Also, hatten die das nicht gestern Abend angekündigt? Ja, genau. Gestern Abend war ja ganz anders wild, ne? Beim All Vehicle Star Citizen Live. Ich weiß nicht, wer das gesehen hat, Leute, aber da müssen ein paar Leute ganz, ganz tapfer sein. Ja. Hat's das gesehen? Ja, in Teilen, jetzt noch nicht ganz, aber so, ich fand so schon mal trotzdem eine nette Runde so vom Ding her. So, ja. So, ne? War nett aufgemacht gestern Abend, fand ich. War mal wieder ein bisschen lockerer alles, fand ich so, und nicht so gescriptet halt, ne? Ja. Ja, was nehmen wir denn mal? Ich habe gar nicht mehr so viele Schiffe. Ich habe nur noch die ich wirklich habe und die Loner davon. Okay. Ja, ich habe gesehen, Furies, also sind viele Furies verteilt worden an andere Content Creator sozusagen zum Verlosen. Das habe ich jetzt mitgekriegt. Ja. Ja, das ist leider so, Leute. Die Amerikaner haben mich da aus dem System rausgekickt. Ich kriege also keine Giveaways mehr. Ist jetzt bestätigt. CRG. Ja, ist jetzt bestätigt. Oh. Und ich kriege auch keine Schiffe zum Testen mehr. Ja. Weil ich denen zu inaktiv bin. Kann ich auch verstehen. Aber leider wurde das auch wieder sehr schlecht kommuniziert, beziehungsweise gar nicht kommuniziert. Was mich dann natürlich auch so ein bisschen überrascht hat. Weil ich hatte eigentlich ja vor, hier schön während der Woche auch ein paar Giveaways rauszuhauen. Aber das geht dann leider nicht. Werten die jetzt nur YouTube oder werten die auch Twitch denn? Also gucken das kann sich ich dir beides nicht sagen. An. Was die für Werte haben, kann ich dir nicht sagen. Ich bin ja jemand, der hauptsächlich eigentlich aktiv ist, wenn Messen da sind oder wenn Concept Sales da sind. Und nicht so eine regelmäßige Sache. Aber ja. Hast du irgendein schönes Schiff, wo du mich einfach mitnehmen könntest ein bisschen? Fällt dir da was ein? Ja. Also ich hätte noch die Constellation Phoenix, also wo man rausgucken könnte. Ich habe auch eine 600i sonst. Ja, dann lass uns die nehmen. Die 600i? Ja. Ja, dann machen wir die. Fliegen wir mit der ein bisschen durch die Lande. Ja, gestern beim... In 9 Minuten geht's hier los, ne? Sollen wir das abwarten, meinst du? Ja, hast du auch recht, ne? Dann haben wir das direkt. Ja. Können wir danach noch ein bisschen durch die Flure heizen. Genau. Dann lass uns hier ein bisschen gerade warten. Ja. Ja, gestern beim All Vehicle Star Citizen Live. Hier stehen sie übrigens auch noch auf dem Stühlen. Ging es also nochmal um die ganzen
Raumschiffe, die so in dem nächsten Jahr in Entwicklung sein sollen. Und da wurde mal ein bisschen Tacheles darüber geredet, weil ja auch über viele Sachen Stillschweigen verwahrt wurde und viele Leute wünschen sich ja jetzt beispielsweise auch mal größere Schiffe. Und sie stellen sich ja gerade da so ein bisschen neu auf für die Produktion von Raumschiffen in Star Citizen, damit die, die Schlange der Schiffe, die sie abarbeiten müssen, eben mal ein bisschen kleiner wird. Und ja, was haben sie da alles gesagt, was entwickelt wird? Warte mal eben, ich tabbe mal eben raus. Bam, 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 bam. Bam. So, da haben wir es. Ja, sie haben gesagt, in aktiver Entwicklung sind Schiffe, einmal ein Schiff, das ist Redicted, dann sind sie natürlich an der Spirit, an der SRV, die soll wohl auch fertig sein, die SRV, an der Hull C sind sie dran, an einem weiteren Schiff, was noch Redicted ist, dann sind sie an dem Storm dran, der soll ja Greybox Complete sein, dann doch, wie sie gesagt haben im ESC. Dann die Santokai, die soll wohl, zumindest sollen wir da was Neues von sehen bei der Alien Week. Ich weiß noch nicht, ob sie dann fertig sein soll, aber da sind sie in zwei Wochen, ne? Ja, muss bald sein, ne? Ja, ich glaube, zwei Wochen nach dieser kommt die dann immer, ja. Ja, krass. Also da sehen wir dann auf jeden Fall was Neues zu. Dann die Retaliator, am Goldstandard der Retaliator sind sie am Arbeiten. Und dann soll in Produktion gehen die Apollo von RSI, die Polaris, die X1 und der G12. Das sind also jetzt so die nächsten Projekte, die dann gestartet werden sollen. Und ich glaube, die Polaris, die wird dann auch der, also damit wird dann zusammen der neue Style Guide für die RSI-Großen, also die großen RSI-Schiffe entwickelt. Und da soll dann, glaube ich, nach der Polaris auch die Perseus und die Galaxy folgen. Also vielleicht kriegen wir ja dann wirklich mal zur CitizenCon oder kurz vor Weihnachten tiefere Einblicke in die Produktion von der Polaris. Vielleicht ist sie ja dann vielleicht sogar schon fertig, je nachdem, wie sie das jetzt optimieren und mit wie vielen Leuten sie jetzt daran arbeiten. Aber sind wir mal vorsichtig und freuen uns hauptsächlich mal auf neue Fortschritte überhaupt in diesem Thema. Ja, und die ganz, ganz bittere Nachricht für alle, die auf die Merchantman gewartet haben, die soll noch Jahre entfernt sein. Jahre? Jahre. Was? Das Problem ist wohl bei der Merchantman, also sie haben ja im Zuge, als sie dann über die Merchantman geredet haben, wohl auch gesagt, dass sie da einige gute Leute verloren haben, die also woanders hingegangen sind von CLG. Und ich weiß jetzt nicht, inwiefern die in diese Produktion involviert waren, aber sie hatten in dem Zusammenhang mit der Merchantman, glaube ich, darüber geredet. Und die Merchantman ist halt in jeder Hinsicht unique. Also es gibt natürlich die Defender, klar, von den Banu, aber ansonsten, wenn die Merchantman machen, haben die dann nicht für weitere Produktionen von Schiffen irgendwas großartig von. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einer Polaris. Ja, wenn die einen Style Guide für RSI machen, dann können sie halt auch noch die Produktion von der Perseus und von der Galaxy relativ schnell hinterher schieben, weil sie dann wissen, so ist der Style Guide und ne, dann machen sie sich praktisch einmal Arbeit und haben dann von drei großen Schiffen was davon. Und das Team ist vielleicht dann bleibt bestehen, also welches jetzt angefangen hat, bleibt so lange bestehen, bis die drei Schiffe zumindest durch sind dann vielleicht. Ja, das ist so ein bisschen die Vermutung. Ja. Wir hatten eben schon mal so ein bisschen im Chat, beziehungsweise Torlek hatte das eigentlich im Chat vermutet, dass vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger eine ganz, ganz wichtige Person, die hauptsächlich dann mit der Produktion der Merchantman beauftragt war und das eben auch hauptsächlich entwickelt hat, gegebenenfalls dann CIG verlassen hat und dann damit mehr oder weniger die Arbeit auch zum Erliegen kam, ja, weil die anderen Teams entweder anders eingebunden waren oder davon eben auch jetzt nicht so tief im Thema waren. Aber jetzt haben sie wenigstens mal gesagt, dass die Merchantman auf jeden Fall noch einige Zeit dauern wird. Und die Produktion, die ich eben vorgelesen habe, die soll wohl für die nächsten ein, zwei Jahre die Timeline sein. Ja, und da die Merchantman da drin nicht aufgeführt ist, tippt man schon, dass das noch einige Zeit dauern wird, bis man die Merchantman wieder in Produktion sieht. Das heißt, neben den Schiffen könnte es zwar immer noch mal wieder Concept Sales geben, also dafür lassen sich wahrscheinlich immer wieder ein bisschen Raum, denn, ne?
Ja, genau. Das wollen sie also trotzdem beibehalten, kleinere Schiffe vor allem direkt Flight oder Drive Ready reinzubringen. Ja. Das käme dann eben noch hinzu. Also sie bauen ja ein komplett neues Team auf, was dann auch noch unterstützen soll in dem Herstellungsprozess von Schiffen, aber ja, das hoffen wir mal, dass sie da jetzt ein bisschen mehr Fokus wieder auf PU legen und irgendwann mal von dem Trip wegkommen, alles auf Squadron zu schieben. Hm. Weil so cool auch Squadron ist, ne? Aber sind wir mal early, in 20 Stunden oder so ist das durch? Also auf jeden Fall jetzt der erste Teil. Wenn es überhaupt halt noch mehrere gibt, man spricht ja davon, dass sie jetzt doch nur noch ein Ding machen, was länger geht, ne? Also ja. Ja, lass es 30, 40 oder 50 Stunden sein, aber wie viele Stunden bist du im PU, weißt du? Ja. Ich meine, klar, es gibt halt Leute, die sind speziell darauf fixiert oder fokussiert und wollen das halt, aber naja. Hallo Mini-Schnuffi. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Hallo, mein Lieber. Moin, moin. Und ich bringe euch gleich mal hinterher. Ja, mach das mal. Und die Reti, sagtest du ja, Goldstandard, ne? Ja. Heißt das denn, dass sie die, sie soll doch auch die Einsätze bekommen, sozusagen, ne? Oder also unterschiedliche Module. Heißt das, oder heißt das, die sind da jetzt mit bei oder kommen, oder ist der Goldstatus erstmal nur das Schiff selbst? Oder? Also ich glaube nicht, dass das mit der Modularität zu tun hat. Ja. Ich glaube eher, dass das die Schiffshülle selbst ist. Die ist ja an vielen Stellen einfach noch zu eng und auch einfach sehr undetailreich gestaltet im Gegensatz zu neuen Schiffen. Und soweit ich weiß, wollten sie auch die, also ich denke mal, dass die Bombermodule, die jetzt eben auch schon draußen sind, dass die eben im Zuge dessen auch überarbeitet werden. Ich glaube, sie sollte ja ein paar mehr Torpedos kriegen. Vor allem aber auch der Einstiegsbereich und so, dass sie das überarbeiten wollen. Hm. Aber die Modularität, da haben sie zwar gestern auch gesagt, dass sie daran festhalten wollen, grundsätzlich an Modularität, und dass sie da also einen Weg gefunden haben, wie sie das gut hinkriegen. Aber ich denke noch nicht, dass die mit Goldstandard fertig sein soll. Goldstandard ist sowieso sehr flexibel oder ein variabler Begriff, ne? Weil ich denke mal, es wird in den nächsten Jahren noch einige Goldstandard-Phasen geben. Aber sie wird auf jeden Fall mal up-to-date geholt, sagen wir es mal so. Ja, vor allem, wenn denn neue Feature reinkommen, an die sie heute noch gar nicht gedacht haben, und müssen sie dann in dem Schiff auch noch wieder ermöglichen, ne? Dann fassen sie es ja auch wieder an, halt, ne? Also, ja. Was weiß ich, Feuer und was weiß ich, was sie da alles vorhaben hier. Ja. Also Tolek schreibt, er geht davon aus, dass die Module mit Goldstandard kommen. Man weiß halt nur noch nicht, wann der Goldstandard abgeschlossen sein wird. Ja, okay. Und das war jetzt von jetzt an ein Jahr, oder waren jetzt viele dieser Schiffe gemeint im nächsten Jahr erst und dann beginnt das Jahr, was du eben gesagt hast? Sozusagen. Nee, also ab jetzt geht's mit dieser Produktion, die ich genannt habe, los, aber teilweise sind sie ja dann eben auch schon da drin, ne? Wie Santokai und Storm und so, da sind sie ja eben schon in aktiver Entwicklung drin, aber das ist so der Plan, so habe ich das jedenfalls aufgefasst, so fürs nächste Jahr und darüber hinaus, sagen wir es mal so. Hm. Je nachdem, wie gut sie vorankommen, das kann man ja noch nicht direkt sagen. So, wir haben 18 Uhr. Hm. Mini Schnuffi, wo bleibst du? Ich bin am Spaceport. Also nein, nein, okay. Ist gelogen, ich bin am Zug für den Spaceport, so rum. Hervorragend. Dann lade ich Mini schon mal in die Gruppe ein. Jo, das wäre lieb. Ja. Invite ist raus. Jawohl, angekommen. Ja, aber das mit der BMM, das ist schon Hammer, finde ich. Also für die Leute, die das zeitnah sich gekauft haben und schon mal kurz, vor der Finalisierung waren, beziehungsweise, muss ich echt sagen, also das ist schon ein starker Dämpfer. Hm. Ich kenne Leute, die haben sich auf die Merchant-Menge gefreut und sind jetzt im Überlegen, sich was anderes zu holen, ne, Mini-Schnuppi? Nein, 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 nein. Aber schon trotzdem, mein Gott, das ist eines der krassesten, also jetzt meisterwartesten Schiffe, so halt, ne, also wow. Ja, naja. Es ist 10 Jahre alt. Ja. Das finde ich auch, hätten sie durchziehen müssen. Ja,
aber da sieht man auch, dass dort der Markt der Technik, ne? Also die Leute werden woanders hin manchmal abgeworben oder gehen, ne? Und also nehmen wir mal an jetzt, dass das der Grund ist, warum die Personen denn woanders hingehen. Mhm. Nicht, dass sie weggehen, weil es ihnen überhaupt nicht gefällt bei der Firma sozusagen halt dann. Ja. Ja, das ist schon doof. Da sollten sie jetzt wirklich schauen, dass vor allem Leute, die Ahnung von der Sache haben, dass die da bleiben. Mhm. Ja, ist Vivo was gegangen? Also haben wir gestern im Star Citizen Live gesagt, dass eben auch teilweise Mitarbeiter die Firma verlassen haben, die in der Schiffsproduktion involviert waren. Ah. Was sie das auch wieder zurückgeworfen hat. Da müssen sie halt, ja, mal was schauen. Ich meine, die Schiffe, die tragen das ganze Projekt. Und ja, ich meine, ist natürlich immer schwierig zu sagen, jetzt so als Außenstehender, aber ich finde schon, dass man dann eher die Löhne ein bisschen anpassen könnte, als gute Leute zu verlieren. Vor allem, weil sie ja wirklich Rekordumsätze machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel sie diese Woche wieder eingenommen haben, aber es wird wohl für ein Mettbrötchen reichen. Ich bin mir sicher, es sind sogar zwei. Ja, genau. Ja. Ja, 2 Mio dürfen es bestimmt sein, ne? Ja. Ja, was ist denn mit der Merchant Man? Ja, die haben gestern im Star Citizen Live gesagt, dass die noch in Anführungszeichen Jahre entfernt ist. Also noch ein bisschen länger auf sich warten lassen wird. Und danach kommt erst die Endeavor. Oh Gott. Ich glaube, die Endeavor ist der Endgegner von denen. Also, wenn sie die Endeavor vor der Merchant Man produzieren, lösche ich meinen Account. Ja, ich meine danach. Also nee, das würde ich nicht erleben, aber ja. Okay, so, dann sind wir da. Ja. Kommt, Leute, dann gehen wir rein. Oh, komm, schauen wir uns mal an. Eine Dame holt uns ab und bringt uns sicher dorthin. Die Dame mochte mich wohl nicht. Oh, bist so. Komm dich nochmal abholen. Nee, ich habe jetzt einen Aufzug, alles gut, danke. Ah, okay. Die Endeavor kommt, glaube ich, nie. Sie bleibt ein feuchter Traum. Ja, genau. Ja. Ja, die Endeavor, die ist wirklich. Boah, das wird eine Herausforderung. Ja. Wie viele neue Mechaniken sie allein damit eingeführt haben, mit dem Schiff, ne? Wow. So, Freunde, schauen wir uns mal die Drake Defense Con an. Also die Gegenveranstaltung zur Invictus Launch Week von Drake Interplanetary. Ah, ist schon schickes Rot. Ja, ja, immer schön im Schwarz-Rot gehalten. Sieht auch tatsächlich wieder ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. Also anders angeordnet, sagen wir es mal so. Mhm. Aber wir haben ja jetzt auch größere Schiffe hier, zum Beispiel die Corsair. Guck mal hier mit so einem Aufsteller, das sieht ja schon recht schick aus. Warte, ich mach mal Gamepad an. Da ist der Gang ein bisschen weicher. Ja, also so gefällt mir unheimlich gut mit der, also die Tiefe des Raums mit so schön viel Schiffen und so, also hat auch was. Ja, 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 das stimmt. Das wunderschöne Schiffchen, da ist mir erst gerade eben explodiert. Oh, aber sie ist schön, muss ich wirklich sagen. Also die Corsair hat was ganz Eigenes und sieht wirklich beeindruckend aus auf ihre Art. 5,27 Millionen Dollar haben sie gemacht. Diese Woche? Echt? Was? Oh ja. Solide Leistung, würde ich sagen. Ich glaube, kein Rekord, aber solide Leistung. Ja. Für das, was es gab, sag ich jetzt mal, ja. Ja, ja, eben. Ich muss nur sagen, die Corsair ist ein sehr zuverlässiges Schiff. Also, wenn man einmal den Bogen auch beim Fliegen raus hat, macht es unglaublich Spaß. Ich war jetzt gestern und heute auch noch mit ihr unterwegs. Das Explodieren war auch Serverschuld und nicht unsere Schuld. Oder der Corsair geschuldet. Mhm. Ist ein tolles Schiff. Bin sehr froh, dass ich sie nicht getradet habe. Ja. Ja, die hat schon was. Hast du auch diesen roten, rot-schwarzen Paint? Nein, ich habe den gelben, den Hinterland Paint. Okay. Der war mit in der Pyro-Demonstration auch mit drin. Ich persönlich hoffe aber weiter auf den grünen Paint, den Ghoulish Green zu Halloween.
The Corsair? Ja. Ich geh erst mal gucken, ob ich den Flachmann klauen kann. Jawohl. Jawohl, den nehmen wir jetzt mit. So. Super. Ja, ist schon fein. Hier wird ja auch der Lynx Rover reinpassen, auf jeden Fall. Haben wir getestet. Ja, das ist natürlich ein Interessenkonflikt. Corsair und Lynx Rover. Aber gut. Ja, und passt hier der Panzer rein, der Storm? Ja, der Storm, maybe, aber auf gar keinen Fall der Tonk. Nee, aber der von der. Wie viel Platz war denn noch links und rechts? Ich meine, der Lynx war ja irgendwie 3,60 Meter breit. Ja. Wir konnten an beiden Seiten noch relativ gut vorbei tatsächlich. Also ich. Ah, doch, der wird reinpassen, oder? Ich müsste lügen, aber ich glaube, wir hätten an beiden Seiten noch so einen Nox reinbekommen. Okay, das wäre wirklich schon noch groß. Also dann hätten wir vielleicht an den Seiten nicht mehr durchgekonnt, aber ich glaube, es hätte noch gepasst. Ja, dann hier die Vulture, auch neu im Spiel. Auch ein schönes Schiff, ne? Oh. Ich muss sagen, vom Detailgrad habe ich mich unglaublich in Drake verliebt. Der, als ich das Ding das erste Mal gesehen hatte, auf der DefenseCon, war erst auf der DefenseCon letztes Jahr zu Invictus da, ne? Ja. Da fand ich sie unglaublich klasse, weil sie so hoch detailliert ist von außen und innen. Richtig, ja. Ja, die Drake-Schiffe, die sehen schon sehr nach Raumschiffen aus, ne? So mit den ganzen Anbauten und irgendwelchen blank liegenden Rohren und Schläuchen und irgendwie stellt man sich das vor. Das hat schon ein ziemliches Sci-Fi-Feeling. Die Vulture ist ja auch gut, glaube ich, angenommen worden von der Gemeinde hier sozusagen, ne? Ja, also, ja. Die hat da ja auch viele Interessenten und Käufer gefunden. Ich glaube, da könnt ihr auch ganz gut von den War Tools was zu sagen. Ich glaube, ihr nutzt sie doch momentan hauptsächlich zum Savaging, oder? Ja, doch. Sind wir viel mit unterwegs halt, ne? Ja. Aber so viele Schiffe, wie ich an den ganzen Bunkern sehe, noch zu wenig. Na hier, die Aufsteller, die finde ich cool. Steht hier noch Vulture dran und hier Buccaneer. Wir haben die Halle schon wieder doch relativ großflächig verändert und es ist genial, auch hier in der Mitte mit der Dragonfly. Ja. Guck mal, hier stehen sogar Blümchen. Pflanzen. Das ist ja hübsch. Ich muss sagen, herzlichen Glückwunsch, Drake hat sich meinen Lieblingshalle der Invictus-Preis abgeholt und so fort. Aber auf jeden Fall. Ja. Sieht wirklich mal gut aus wie eine Messehalle. Ja, ist stimmungsvoll, muss ich auch sagen, ja. Herald und Cutter. Cutter ist ja auch neu gekommen letztes Jahr. Also viele Drake-Schiffe müssen wir zusammenfassen. Cutter ist auch so gut. Ja. Der ist so richtig hübsch hässlich, ne? So ein richtig, eigentlich so ein Kasten, einfach nur so ein fliegender und trotzdem so detailreich, dass man sagen muss, es ist wieder hübsch. Also, ich schätze. Ja doch, sie ist ein bisschen sämtliche hässliche Endline, aber mit Skin, weißt du? Ja. Ja gut, also komm, ästhetisch und fließende Form hat sie jetzt nicht wirklich. Nein, also, da hast du recht. Sie erfüllt ihren Zweck, ne? Und aktuell kann man ja noch, ich sag mal, 5-mal durchs Verse hin und her mit dem Ding fliegen, bevor man tanken muss halt, ne? Also, echt? Das ist also auch Wahnsinn. Also die, ich gehe davon aus, dass das tatsächlich auch so, also jetzt fürs Erste so bleibt. Die hatten sie nämlich in der 3.18 auch nochmal Rebalance vom Fuel. Ja. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es zumindest aktuell so bleiben wird. Zumal sie ja auch, der Enten hatte mich gefragt, ob er sich die Cutter oder die Titan holen soll. Mhm. Und dann hat sie ihm halt auch gesagt, beide haben so ein bisschen einen unterschiedlichen Stil. Mit der Titan bist du halt mehr im PvP unterwegs und kannst natürlich einige Boxmischen machen. Aber als Erkunder, so ein Einsteiger-Erkunder mit vielen Möglichkeiten, würde ich zu Cutter tendieren, wenn das das Interesse ist. Weil da finde ich die Cutter einfach deutlich besser als die Titan drin. Ja, also ich kann halt nicht kämpfen. Hätte auch viel mehr Spaß an der Cutter, muss ich sagen, als jetzt an der Avenger. Bist halt total eingeschränkt mit der Avenger, finde ich jetzt. Also, so vom
Ja gut, mittlerweile, sie hat ja auch einen kleinen Innenraum, aber irgendwie ist das alles noch so alt. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich die schon so lange kenne. Vielleicht ist es für Neuling anders, dass der das wirklich ein bisschen objektiver beurteilen kann. Naja, und du kannst jetzt hier in der Cutter natürlich auch ein paar abmontierte Waffen mitnehmen oder sowas. Also nochmal wieder ein Zweck mehr, so, ne? Dann passt, glaube ich, auch die Mule rein, die SCV, glaube ich, auch noch, PTV sowieso. Ja. Also du kriegst da auch ein Fahrzeug rein, ist ein bisschen gequetscht, aber es geht. Auch eine Fury? Klar. Nee, oder? Das ist Ironie. Nee, ich glaube, das kommt mit den Aufbauten oben nicht hin. Nee, bin ich auch der Meinung. Also weder im ausgeklappten Zustand noch im eingeklappten, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn ja, kommt man selber nicht mehr dran vorbei, Guck mal, von sowas rede ich hier. Überall so kleine Tischchen mit Prospekten und Pflänzchen und Lampen. Das Einzige, was ich finde, was hier noch fehlt, ist ein Kaffeeladen. Und hier hinter dem großen, hier hinter der großen Plakatwand hier, Digitalwand, ist auch nochmal Tische und da stehen noch viel mehr Sachen drauf. Ja, ganz versteckt. Was hier versteckt haben, aber du hast recht, ja. Easter Egg. Boah, ich muss doch sagen, dieses Modell der Herald, das ist unglaublich detailliert, holy. Ja. Wieso kann man das nicht grabben? Was ist hier los? Ich fürchte, mit Diebstahl haben sie es nicht so. Selbst Drake nicht. Ja, schon cool. Also, nice. Ja, die Drake sieht, das sieht klasse aus. Ja. Ach nee, das ist ja die... unser fliegendes Düsenlaufwerk hier, wollte ich gerade sagen. Oh, und die Corsair ist tatsächlich der heutige Warbond-Deal. Das ist auch sehr geil. Hätte tatsächlich eher mit der Caterpillar gerechnet, muss ich zugeben. Ja, hätte ich auch. Bin ich bei dir, ja. Hätte Sinn gemacht. Außer Kraken noch irgendein Drake-Schiff nicht im Spiel. Negativ. Ist nur noch die Kraken, meine ich. Slowkit, vielen Dank für deinen Follow. Und die Kraken, die kommt ja sowieso nächste Woche, dann passt das ja. Stimmt, ne? Mir fällt jetzt auch keins ein. Nee. Es gibt keins. Bei Drakes ist momentan alles durch. Was? Aber das gleiche ist ja beispielsweise auch bei Crusader Industries. Bei denen fehlt ja auch nur noch die Spirit, die ja gerade aktiv in Production ist. Oh. Origin hat ja auch nur noch X1 und G12. Naja, und ja. Okay, das Rework der 600er. Ja, gut. Dann, ja, stimmt, aber wollen sie auch gerade beide bauen, ne? X1 und G12 sind ja auch auf der richtig, Liste. Richtig, die wollen sie auch beide bauen und eine 600i haben wir zumindest drin. Bei Aegis, na gut, Rework Retaliator, Idris, Javelin, also die beiden großen Capitals. Und ansonsten hat Aegis auch keinen, nein, auch doch die Nautilus, die ist glaube ich noch von Aegis, ne? Ja. Crusader fehlt noch der Genesis Starliner, ja, das stimmt. Ach, stimmt, ja, der Genesis Starliner. Oh ja, das wird auch noch so ein Ding. Eieiei. Da glaub, brennt Twitter, größer, das weiß oder? Ich jetzt schon. Das wird auch noch größer, oder? Ja. Also. Ja, und FC, glaube ich, wartet doch noch auf dem Anvil-Trägerschiff halt, ne? Nee, FC freut sich vor allem über die Drake-Schiffe hier. Er findet die ganz besonders toll. Ja, er wollte gleich auch noch dazu kommen. Oh Gott. Ich habe mit ihm vereinbart, dass er nicht über meine Kraken renten darf. Ich müsste das gleiche für meine Corsair hinkriegen. Begegnet euch eigentlich die Cutlass Blue oft im Verse so, wenn ihr spielt? Absolut gar nicht. Ja, das ist wahrscheinlich auch gerade so mein Gedanke. Ich habe sie letztens mal im Zusammenspiel mit einer Mantis, glaube ich, gesehen oder mit einer Scorpius Antares. Da war mal jemand, der die hatte sozusagen.
Ich glaube, die Leute, die sind noch nicht so unbedingt bereit, da $80 mehr für auszugeben, damit sie Blaulicht hat. Und vor allem die Gefängniszellen innen drin, die nehmen ja halt den gesamten Frachtraum, ne? Jacuzzi übrigens, vielen Dank. Dankeschön. Ich persönlich mag die Blue deutlich lieber als die Black, weil sie halt was drin hat, aber ich würde jetzt keine 80 Euro dafür zahlen, dass ich die Blue kriege, nein. Also ich habe sie ja schon so häufig mal gehabt, die Blue in meiner Flotte. Sie ist leider auch immer wieder gewichen. Ich hoffe halt nochmal irgendwann auf ein anderes Schiff. Ich hatte dann super lange die Apollo anstatt ihr, weil ich gehofft habe, dass die Apollo dann auch richtig viel Blaulicht dran kriegt. Moment, Apollo? Achso. Ja, RSI, ja. Apollo. Das Sanitätsschiff von. Achso, weil du sagst, du hattest die schon. Ich so, na, Knusper hatte ich schon. Nee, ich hatte die im Account, meine ich. Also okay. Ich habe die für die geflatscht. Lieber Bonus, die hat CRG schon für Knusper fertig gemacht. Ja, genau. Ja. Was aber noch cool ist, wo ich auch nochmal drauf gespannt bin, weiß auch kaum noch jemand, glaube ich. Damals, als die Blue das erste Mal in den Verkauf ging, gab es zu ihr Handschellen und einen Elektroschockstab. Oh, nee, das wusste ich auch nicht. Die hast du beide dazu gekriegt und das hatte ich noch, das Paket. Und entsprechend ist das jetzt irgendwas anderes. Ich habe es irgendwohin geupgradet, aber die Dinger sind immer noch da drin. Also Handschellen habe ich noch. Ja, dann pack sie doch mal aus. Ja, warte mal ab. Ja. Ist die weniger blau als sonst? Nein. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Oder war das blau, blau dunkler vielleicht? Also? Ja. Das Blau ist blau. Ja. Also ist schon cool. Vielleicht bist du ja auch einfach nur blau. Nein, jemand im Chat und meine Person waren da, haben die gleichen Gedanken gehabt. Also siehst du, Apollo habe ich dann wieder eingeschmolzen, jetzt weiß ich es wieder, weil die Galaxy mit dem Sanitätsmodul kam und ich gedacht habe, oh, das ist ja voll cool mit der Pisces Medical zusammen, kann man dann da richtig schön so ein Hangar für die Krankentransporte, die kommen dann da rein und dann geht es hinter auf die Sanitätsstation und so, voll cool. Bei mir wird die Apollo wahrscheinlich tatsächlich in Hangar rutschen. Ja, sie ist auch wirklich ein sehr schönes Schiff. Ich glaube auch, dass da noch einiges gemacht wird und dass die richtig gut sein wird später. Die soll ja jetzt auch mit in Produktion gehen. Ja. Genau. Ja, das hat man schon oft gehört bei vielen. Also, dass doch viele aber die Apollo irgendwie haben. Ne? So. Die ist. Das ist ein entsprechendes Design, ja. Sie ist ja auch eine deutlich bessere Alternative so auf dem Blatt Papier als eine Catalyst Red oder sowas. Bei der bin ich mir zum Beispiel auch sicher, wenn die ins Verse kommt, wird man die sehr häufig sehen. Das war damals bei der Catalyst Red schon so, dass man immer mehr Leute gesehen hat, die dann auch solche Medical Beacons angenommen haben und Leute gerettet haben mit dem Schiff. Mhm. Und ich glaube, das wird mit der Apollo ein richtiger Hype. Ja. Entschuldigen Sie die Dame? Muss man, die hat sich einfach weggeschoben. Ja, das bin ich von Frauen so gewohnt. Amtsstreiner schreibt noch, er vermisst die alte Catalyst, wo man über den vorderen Flügel noch einsteigen konnte. Ja, da gab es hier hinten, glaube ich, eine Leiter, ne? Darüber kam man dann rein. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich vermisse nicht. Also ich fand die so hässlich im Vergleich mit diesen komischen Manövertriebwerken hier an der Seite, die so komisch rumgewickelt haben und ich weiß nicht. Die waren mir auch irgendwie zu dünn, sah nicht fett genug aus. Also ich muss schon sagen, das Rework von der Cutlass, was damals kam, das gefällt mir schon sehr gut. Ja, muss zustimmen. Ja, wenn sie dann endlich die Conny auch mal auf Goldstatus bringen. Ja, gut. Das sowieso erst nach Polaris. Also Amtsstörner schreibt, ja, den Rest vermisst er auch nicht, nur die Möglichkeit, über die Flügel reinzukriegen. Ja, okay. Dann verstehe ich das. Na, ja, das sagen ja viele, ne, dass sie gerne immer zwei Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten bei ihren Schiffen gerne haben möchten halt, ne? Also aka Star Runner. Ja. Oh, hier in der Mitte steht ja noch eine Dragonfly, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, genau. Da bin ich tatsächlich relativ glücklich, dass die Corsair quasi zwei Möglichkeiten hat, plus die Docking-Schleuse. Das ist schon ziemlich cool. Mhm. Zumal man eben auch aufs Dach gehen kann, das haben wir gerade eben noch benutzen können. Also die Dragonfly finde ich auch immer noch das coolste Bike, keine Ahnung. Ist das, was ich mir noch am ehesten vorstellen kann später in SC.
cool. Ach ja, es gibt ja auch die Karte. Nox. Nox, ja. Ja, die Nox ist stylisch, klar. Aber ich weiß halt nicht, wenn ich später so ein Bike habe und also ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen, dass ich irgendwie in wie im Trailer auch, ne, so zwischen Canyons durch, auf Erkundungsmissionen, weiß ich nicht. Und da fände ich es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn ich hinten so Satteltaschen dran hätte und vor allem, wenn ich auch eine zweite Person noch mitnehmen könnte. Möchtest du wissen, warum die Nox in meinem Hangar liegt? Warum? Also aktuell habe ich ja alles eh schon voll Drake, deswegen würde es eigentlich auch passen. Die Nox saß in meinem Hangar, weil ich ursprünglich vorhatte, das Ganze mit Merchantman, Defender und dem gesamten Alien-Ding in meinem Hangar zu verbinden, weil ich dachte, es passt einfach besser. Mittlerweile würde ich mich davon tatsächlich auch verabschieden. Ja, also die Nox ist super stylisch, keine Frage. Die Frage ist immer nur, was wird man am Ende wirklich spielen, wenn es dann um was geht, ne? Also wenn es dann um Credits geht und wenn es um das Spielerleben geht und so, wird man dann Style noch Nutzen vorziehen oder nicht? Das ist die Frage. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht. Ich glaube, da ja, wird es einfach mehrere Möglichkeiten geben und manche werden es so machen, manche so, aber ich persönlich würde wahrscheinlich auch den Nutzen auf jeden Fall immer dem Style vorziehen. Mal abgesehen, man legt es drauf an, wenn man jetzt eine Party feiert, keine Ahnung, wie wir damals, Korb-Jubiläum oder irgendwie sowas. Klar, dann holt man die 890 raus, ja, auch wenn das vielleicht sauteuer ist und nicht wirklich viel bringt. Aber man kann dann da eben schön Feste feiern. Ja, die Cutlass-Stil, ja komm, lass uns die vergessen. Ja. Mich hat es beim Renten eben der Cutlass Black auf dem Desktop geknallt. Oh, okay. Dann warten wir gerade auf dich. Naja, mach mal. Die Crash-Stick-Kamera, die funktioniert immer weiterhin ziemlich gut, also es dürfte laufen. Ich muss sagen, ich finde die Cutlass-Stil als Schiff eigentlich gar nicht schlecht. Das ist eigentlich nur der Preis, der mich stört. Also wenn ich sie mir in-game erwirtschaften könnte, würde ich die Cutlass-Stil nehmen. Und ich glaube, ich wünsche mir tatsächlich die Dragonfly Black und werde die nochmal einem Test unterziehen. Ja, mach das mal. Das ist ein MMO. Aussehen, größer Nutzen. Okay. Feste feiern ist immer besser als feste arbeiten. Das stimmt. Bin wieder zurück. Hervorragend, Baby. Für meine E1 Spirit eine Stil als Leihschiff. Diese Erkenntnis war auch sehr enttäuschend. What? Für die E1? Ja, habe ich auch. Hm? What? Ja, ja. Warum? Wer hat denn da gekifft oder sich verklickt? Ja, haben wir damals schon alle gesagt, dass wir uns sehr verwundert waren, als wir das Lona-Schiff gekriegt haben. Ne? Ja, aber ich muss sagen, passt ja auch. Luxustransportschiff, schäbiger Haufen Schrott für viel zu teuer Geld mit mehr Waffen, als man zählen kann. Also, na, ich denke mal, ich glaube, sie haben nur drauf geguckt, dass man mit der Steel 20 Leute transportieren kann und das, ja, mit der Spirit weiß ich nicht, wie viel das da sind, 12 oder was? Wenn das ernsthaft der Transportfaktor war, ne? Heilige Mutter Maria. Also, die könnte so ein schönes Schiff sein für $160. Mach mal $150 am Herd. Ja, von mir aus 150. 100, so um den Dreh halt. Hm. Hätte ja niemand was gesagt. Tipptopp. Wäre das immer noch eine Todesfalle, weil so viele Leute da drin sind und es voll der Easy-Hit wäre, aber ansonsten. Und wo waren wir? Bei 200, was waren das? 260, 280 oder was war das verrückte Preis da irgendwie? 220? 230? 220 oder sowas. Okay. Ja, ich schau gerade. Ach, die haben es jetzt bestimmt günstiger gemacht, weil die ist ja jetzt da. Ja, das ist deren Art, günstiger zu machen. Ja, nicht? Finde ich auch krass, ne? Dass bei Star Citizen, obwohl denn ja, also andere Firmen, wo wirklich Produktionskosten entgegenstehen, ja, ich sag jetzt mal, keine Ahnung. 282,45 €. Das sag ich doch, ja, ja. Okay. Keine Ahnung, eine Firma wie Wirpel zum Beispiel, die Joysticks herstellt, ne, die haben ja auch ab und an schon mal einen Sale, wo sie sagen 10, 15, 20% runter. Star Citizen? Ne. Sehen wir nicht.
stehen halt null Produktion, also Produktionskosten natürlich im Sinne von, dass die Dinger entwickelt werden müssen, aber ansonsten ist ja für die nur gut, wenn sie umso mehr Stückzahlen absetzen. Naja, nicht umsonst haben sie den Verkauf von Squadron 42 ja auch ausgesetzt, ist ja auch alles schon in trockenen Tüchern, also brauchen nicht mehr Leute. Ach Wahnsinn, also ja. Da hätte ich auch mal gedacht, dass es irgendwie mal heißt, hier jetzt die ist die Aktion 5% auf alles oder so. Tut ja nicht weh, weißt du, eigentlich. Aber haben sie nicht nötig, funktioniert auch so. Noch haben sie es nicht nötig, mal gucken, wie die Reise weitergeht. Ich muss sagen, jetzt schlucke ich über die Ziele noch mal ein bisschen mehr. Das ist ja mal noch weniger rechtfertig, als ich eh schon dachte. Ja. Ja, wobei das, wenn die Märchensteuer dazukommt, geht das relativ fix, ne? Das, ich weiß nicht, dann werden es wahrscheinlich $240 sein oder so. 240 bis 60, ich schaue trotzdem gerade noch mal nach. Ja. Ich mache mal ein Upgrade, da sehe ich ja den Dollarpreis unten. Was ist das denn hier oben an der Halle? Haben wir hier mehrere Möglichkeiten, oben die Halle zu öffnen hier eigentlich? Oder? Nö, ist nur so. Okay, oben. Die Märchensteuer ist größer als erwartet. Das sind $235. Ja, siehst du? Geht halt recht fix, umso größer der Preis. So, wird die Kraken hier reinpassen in der Mitte eigentlich so? Von der Länge? Ja, klar. Alles eine Frage der Geschwindigkeit. Und des Zustands. Ja. Weil die anderen Schiffe könnten ja dann oben auf dem Deck abgestellt werden und nicht zum Gucken. Ah, hier habt ihr nochmal den Steel-Trailer. Oh, und der Cutlass Blue-Trailer. Okay, den muss ich mir angucken. Ein richtig cooler Streifenwagen, die Cutlass Blue. Naja. So, gehen wir mal in die Holo Hall, oder? Display Hall. Na klar. Alle da? Gut. Ja, ich bin wieder da. Drake Interplanetary. Power to the people. Einen Schluck trinken, Moment. Ich kündige schon mal an, ich bin in so circa 20 Minuten, denke ich nochmal, circa 30 Minuten weg, Spontantermin. Ja, kein Problem. Kraken, Kraken, Kraken. Kraken. Kraken, nicht texturiert? Das war, glaube ich, schon das letzte Mal so, dass sie hier ein schlechteres Modell reingestellt hatten als verfügbar. Also bei der IAE war ein texturiertes Modell da. Ich meine, bei der Invictus. Da war, glaube ich, schon mal Beschwerde. Die haben ja ein besseres Modell, was man eigentlich Vollzeit sehen kann. Gut. Ich meine, wenn man was Besseres hat, dann kann man auch das Schlechtere nehmen. DLG. Dafür gibt es einen fetten Daumen runter. Der Daumen landet direkt neben der Merchant Man. Richtig. Also die neuen Holos, ich weiß nicht, irgendwie ist das alles merkwürdig. Die Qualität ist runtergegangen, da muss ich zustimmen. Dafür haben wir mehr Leute, die in der Halle rumstehen. Toll. Ja. Die Performance stark beeinflussen, klasse. Aber stimmt schon, hier ist nicht so der Auflauf, wie in den anderen Hallen bis jetzt war, ne? Ja. Auf Orison bei Cushion Core ist das schöne, detaillierte Modell, ja, genau. Bei Orison auf Cushion Cross, ja, das stimmt schon. Mhm. Das stimmt. Aber es ist halt kleiner als das hier. Deswegen fand ich die Messen eigentlich immer ganz cool. Wenigstens haben sie jetzt verstanden, dass man die ein bisschen größer machen kann, die Holo-Modelle.
Aber... Ja, aber beim Großziehen ist leider die Texturierung verschwunden. Ja. Didi, vielen Dank für dein Follow. Da ruckeln diese blöden Animationen schon wieder. Das gibt's doch nicht. Unglaublich. Stream Elements hat seit einem Monat riesengroße Probleme. Also, ja, merke ich. Ja, ja. Funktioniert sehr viel aktuell nicht. Aber sonst ist die Kraken auch wirklich aufregendes Schiff. Das. Absolute Offenbarung. Hört man allerdings auch im Moment nichts zu. Die ist also auch noch Jahre entfernt. Deiner Brust oder Wermutstropfen für die Merchantman-Besitzer. Aber was wäre denn, wenn sie jetzt da wäre? Was, gäbe es schon irgendwas, was man, ich sag jetzt mal... Küspa, ja, du weißt das besser, aber kann es sein, dass es hier an dem Modell, was an der Rückseite nicht stimmt? Ich finde die Triebwerke außerordentlich gut zentriert, was ich nicht in Erinnerung hatte. Die Haupttriebwerke stimmen. Nur fehlt auf der linken Seite unten fehlt ein kleines Triebwerk. Das fehlt einfach. Ich wollte sagen, irgendwas passt hier nicht ganz ins Gesicht rein. Also hier fehlt einfach... Ach, da muss man näher ran. Das ist ein Level-of-Detail-Problem. Okay. Ja, das ist schwach. Leute, das ist schwach. Kann man nichts sagen. Aber mal eine Frage allgemein in die Runde. Ist das nur meine Wahrnehmung oder flaut der Hype so ein bisschen ab? Also irgendwie höre ich von vielen Ecken immer mehr Kritik und abflauende Begeisterung so. Naja, es flaut genauso ab, wie das Spiel halt abflaut. Und das Spiel ist super abgeflaut, nachdem sie jetzt über 5 Monate gebraucht haben, um hier eine 3.18 auf die Beine zu stellen, die danach nicht mal funktioniert hat. Das war halt zu 3.17 noch anders. Da waren die Patches 3.17, 3.17.3 oder 4 oder sowas. Das kam ja zumindest alles noch recht zeitnah hintereinander. Man hat gemerkt, es ist was passiert. Letztes Jahr, das war halt grundsätzlich einfach alles noch besser, weil es sah nach Zukunft aus. Jetzt weiß keiner mehr, was mit Pyro passiert. Dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Und jetzt steht nirgendwo irgendwas. Das Spiel steht gerade so ein bisschen für mich einfach still, wo ich sage, es wird nicht wirklich besser. Sie fixen unglaublich viel, was im nächsten Patch sowieso wieder kaputt ist. Also ich glaube, es flacht einfach ab, weil das Spiel momentan absolut nicht mitmacht. Und auch Cloud Imperium Games macht da momentan nicht mit. Also es ist schon so ein bisschen Krisenzeit, ne? Das ist nicht nur meine Wahrnehmung. Also ich nehme auch wahr, dass... auch in den letzten 3 Tagen du immer mehr Kommentare gelesen hast, wie ich schalte das Spiel jetzt nicht mehr an, während Fleet Week ist und während dieses Event ist, weil es hat keinen Sinn, weil man nichts machen kann, man funktioniert nichts, man ärgert sich, man fliegt raus, man kriegt hier 30.000, hast du nicht gesehen, dass viele gesagt haben, ja, sie gucken sich das nach dieser Fleet Week ja nochmal kurz an, ob es dann ein Stück stabiler läuft halt für den Moment, ja, wenn nicht so viel los ist dann, ne? Also da kurze Story zu. Ich war gerade eben noch mit ein paar Kumpels und habe diese neue Ghost Hollow Mission aus der 3.19 getestet. Und das hat auch alles noch funktioniert. Die Frames bei Ghost Hollow waren aber schon ziemlich miserabel. Wir haben schon mit Player D-Swings stark gekämpft. Und als wir dann wieder gehen wollten, kamen zwei NPC-Schiffe vorbei und haben auf uns geschossen, die einen super merkwürdigen Flug drauf hatten, der quasi in Schieflage war. Die haben quasi jeden Schuss getroffen. Dann hatte einer von uns noch einen mega starken D-Sync und hing quasi circa 30 Minuten hinterm Server oder sowas hinterher. Mit denen standen wir die ganze Zeit permanent in der Luft und es hat sich nichts bewegt, aber, also bewegt schon, aber halt die gesamten Schiffe blieben an der Stelle stehen. Das war absolut unspielbar und dadurch haben wir das Schiff dann auch wieder verloren. Also momentan macht das normale Spielen so gut wie keinen Sinn. Ja, vor allem für Leute, die dann auch den ein oder anderen Umgehungspunkt noch nicht kennen oder alternativ oder was man denn alles so machen kann. Und selbst wir haben ja, ich habe vorhin bei uns in Gilded noch jemanden gesehen, der hat einen 30.009 und kommt trotz Charakter-Reset-Tool jetzt noch nicht wieder ins Spiel rein halt und so, ne? Also er hat aktuell keine Chance, das Spiel ins Spielgeschehen einzugreifen und zu gucken halt, ne? Und auch jemand, der jetzt, glaube ich, gerade erst wieder mal so reingucken wollte und durch die Berichterstattung gesagt hat, ach Mensch, jetzt lohnt sich das vielleicht mal wieder und gesagt hat, ne, packe ich gleich wieder weg halt, ne?
Natürlich, die Frage ist immer mit der Spielbarkeit. Also ich will gar nicht beurteilen, ob das Spiel jetzt gerade also so funktioniert oder besser funktioniert als vielleicht zur schlimmsten Zeit oder ob es irgendwann mal eine Phase gab, die schlimmer war. Es geht mir eigentlich mehr um das Feedback der Großteil oder vom Großteil der Community, so muss man eigentlich sagen. Ob da immer noch dieser ungebrochene Hype ist und die wenigen, die früher gesagt haben, ah, das wird nie was und so, immer noch niedergemacht werden oder ob es eher andersrum ist, beziehungsweise dass das eben so langsam anfängt zu überwiegen, dass immer mehr Leute ein bisschen Zweifel daran kriegen, ob das eben alles so werden kann, wie wir uns das alle vorstellen. Das ist eigentlich mehr so die Überlegung. Und ich finde einfach, dass es immer mehr gibt, die da sagen, gerade das passt nicht, das ist schlimm, da gucke ich jetzt nicht ins Spiel und dass das halt eben einfach immer mehr werden. Ich glaube schon, dass das weiterhin was wird, das will ich auch weiterhin nicht abstreiten. Ich muss nur sagen, dass es halt aktuell, weil das gesamte letzte Jahr jetzt nicht lief, läuft jetzt nicht und ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr noch großartig laufen wird. Ich glaube einfach, CIG muss momentan ein bisschen was dann verändern, wie sie kommunizieren, wie sie arbeiten und was sie da eigentlich tun. Und dann wird das auch wieder. Aber momentan ist das echt in meiner Meinung nach keinem Zustand. Ja. Space O'Glasses schreibt auch, ja, hat das Gefühl, dass es einfach aktuell noch massive Backend-Probleme gibt. Und es muss halt besser kommuniziert werden, finde ich auch. Also das hat CIG noch überhaupt nicht raus, anständig zu kommunizieren, wenn irgendwas läuft oder wenn irgendwas nicht läuft. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich. Gerade bei so Unterstützungsprojekten ist ja auch, wenn du auf Kickstarter was unterstützt, ist es ja auch so häufig, dass Leute einfach dann aufhören zu kommunizieren, wenn sie ihr Geld haben und einfach die Leute nicht mehr am Laufenden halten. Finde ich auch ganz schlimm, sowas. Captain Brise schreibt Namen, zurzeit mache ich seit 2013 Pause. Okay, das ist auch schon einige Zeit her. Wow. Reginald, übrigens, vielen Dank für dein Follow. Und Emge, vielen Dank auch dir für dein Follow. Ja. Für mich ist der Hype raus. CIG zieht sich immer mehr zurück. Das Inside ist ein Witz und kaum noch wirklich Tiefe. Ja, das ist halt, ja. Also ich kann die Leute verstehen, ich kann sie wirklich im Moment verstehen. Ich will auch nicht sagen, dass das nie mehr was wird, aber eigentlich bräuchten die mehr oder weniger jetzt 2-3 Jahre kreative Pause. Das können die sich aber halt nicht leisten. Und was eben jemand gesagt hat, ich weiß nicht, war es Mini oder war es Forster, dass in einem Patch immer was gepatcht wird, was im nächsten Patch dann wieder kaputt ist. Das Gefühl habe ich auch total häufig. Ja, das war ich und das ist auch einfach so. Es ist momentan, also sie schreiben viel in die Patchnotes, aber es kommt halt nicht viel bei rum. Ich vertraue den Patchnotes tatsächlich immer weniger. Ja. Und allgemein, wenn sie da so weitermachen, fahren sie das Ding auch, glaube ich, ganz ordentlich gegen die Wand. War jemand denn seit gestern Abend an der 3.19.1 im PTU? Da soll ja jetzt dieser Patch drin sein, dass diese NPCs nicht mehr auf Bänken stehen. Die haben den Fehler angeblich gefunden. Kann das jemand bestätigen, der vielleicht schon mal 3.1.19 jetzt 1 auf der PTU gespielt hat? Von den Leuten im Chat irgendwie? Ich frage mich ja, was das für ein Fehler sein soll, dass der gefunden werden muss. Dinger chat dann halt auf Bänke, da... Das sieht für mich einfach so aus, als würde das passieren, wenn sie sich hinsetzen. Und das passiert ja auch nicht, wenn die Server-Performance besser ist. Also ich verstehe auch gerade nicht, wie sie quasi es schaffen, da mehr Performance rauszuholen aus den gesamten NPCs, wenn die Server-Performance gleichzeitig unten bleibt. Ja, es gibt Fortschritte, aber ich glaube nicht, dass das ein für alle Mal weg ist, solange sie es nicht hinkriegen, hier aus den Servern mal mehr als die 5 Frames rauszuholen, die wir üblicherweise haben oder halt 10. Mhm. Patch zu Patch machen die 2 Schritte vor, aber einen wieder zurück. Ja, ja genau, das mit den Claim Times, was Torlek schreibt, ist halt gerade auch so ein Punkt, der gerade wieder alle mächtig nervt. Ne? Mhm. Dass die hochgesetzt werden, obwohl man halt mit ziemlicher Sicherheit sein Schiff durch einen Bug verliert und nicht durch Spielversagen. Also nicht, dass man selber versagt hat. Da haben sie im 3.19.1 jetzt aber auch nochmal was gemacht. Haben sie nochmal irgendwie um 25% irgendwie reduziert oder so, stand in den Patch Notes irgendwie drin. Okay. Also die Zeiten. Ja.
Ja, ich kann euch auch nicht sagen, was richtig wäre tatsächlich. Also ich würde mir halt wünschen, dass sie jetzt in so Sachen wie die Messe oder so wirklich mehr Arbeit reingesteckt hätten, weil das halt wenigstens, wenn es dann schon blöd läuft, wäre das... Amtsstreuner, vielen Dank für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Wenn es dann schon läuft oder auch nicht gut läuft, wäre das wenigstens irgendwas, was man sich trotzdem anschauen könnte. Aber ist natürlich auch keine Endlösung. Jetzt zur CitizenCon zum Beispiel ist auch die Frage, macht man nochmal eine schöne Gameplay-Präsentation, die wenig mit dem aktuellen Spiel zu tun hat, sondern mehr mit der Zukunft, was mal so werden könnte? Steckt man da also nochmal viel Arbeit rein oder steckt man Arbeit in Trailer, die auch nichts direkt mit dem Spiel zu tun haben, sondern halt nur Lust nochmal machen auf mehr? Da gibt es wahrscheinlich überall Punkte dafür und dagegen. Und ich denke mal, wir sind alle noch hier und streamen auch Star Citizen, weil wir natürlich nach wie vor in den Traum glauben, dass das was wird. Ich meine, viele von uns haben auch große Summen, echtes Geld in dieses Spiel reingesteckt. Und das machen wir auch weiterhin so mit Überzeugung. Ja? Aber sie müssen sich irgendwas überlegen. Ich finde halt nur wichtig, dass die Nachricht bei CIG ankommt, dass es so nicht 5 Jahre weitergehen kann. Dass die immer wieder die gleichen Messen bringen und hier und da einen neuen Sale und ansonsten hakt aber immer noch alles. Die NPCs stehen immer noch alle auf den Tischen und 30 Cars gibt es auch immer noch und Pyro kommt immer noch nicht. Und es muss halt in irgendeiner Richtung muss es weitergehen. Wobei ich sagen muss, eine Sache haben sie verbessert und zwar die Anzahl der Trailer. Also ich weiß natürlich nicht, ob sie es konsistent halten, aber letztes Jahr fand ich, haben sie unglaublich wenig Trailer gemacht für die Schiffe. Da war garantiert nicht für jedes Schiff, was da mit dabei war, ein vernünftiger Trailer. Und das hatten sie jetzt auch wieder verbessert. Für den Lynx war jetzt ein Trailer da, für die Fury war jetzt wieder ein Trailer da, für die Vulture hatten sie jetzt auch einen Trailer gemacht zu 3.18. Also da, finde ich, ging es wieder nach oben, nachdem tatsächlich bei Reddit auch einige Kommentare waren, von wegen, macht ihr jetzt überhaupt hier noch ordentlich Trailer? Weil da war letztes Jahr echt wenig, meiner Meinung nach. Ich glaube, letztes Jahr kamen einfach sehr wenige Schiffe, oder? Also ich meine, IPA war da, aber da gab es ja auch keinen gesonderten Trailer. Der war einfach mit in der Trailer-Dingens da. Ah, okay. Für die Corsair gab es halt, okay, diesen ASMR-Trailer. Das war aber auch nur, war ja okay, aber es hat vom Schiff kaum was gezeigt, muss ich irgendwie sagen. Ja, stimmt. Also, das stimmt. Ich fand ihn nett so als Zusatz, klar, auch als Pyro, aber fand ich jetzt nicht mega Bombe. Zu C8R weiß ich gar nicht. Gab es da einen Trailer? Ja. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Nee. Aber nochmal ganz kurz hier: Diese Traveler-Bildschirme, gab es die über die Woche schon auf den anderen Messen auch? Weil über das Ding kann ich jetzt ja hier alle Schiffe renten, wenn ich will oder so. Also normal steht das immer am Ende, beim Finale. Da sind ja dann unten nochmal die FPS-Waffen ausgestellt und da stehen die Dinger dann. Ja, ne? Weil das jetzt hier war ich überrascht, dass die 3, 4 von den Dingern stehen sozusagen. Ja, das war bei Drake, glaube ich, tatsächlich aber auch schon häufiger der Fall, dass die da standen. Die kannst du jetzt alle Drake-Schiffe, die hier stehen, mieten. Ja. Na, ich dachte, weil an den anderen Tagen war das, glaube ich, ja noch nicht so weit, ne? Genau, dass das übermorgen da abends steht, ja, okay. Basic Glasses, ja. Das war Drake immer so, okay. Pyro kommt erst mit Server Meshing und das ist das Hauptproblem. Ja, Server Meshing ist wirklich... Ja, auch da, finde ich, fehlen mal klare Worte. Ich meine, sie wollen es natürlich verhindern, dass sie wahrscheinlich sagen, funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber, ja, das ist alles sehr unbefriedigend im Moment, was das angeht. Das muss man wirklich einfach mal sagen. Also ich weiß nicht, Pyro, also ich sehe das auch erst in 2 Jahren, weil ich glaube, sie haben sich ja Anfang diesen Jahres da zu diesem Summit da erst getroffen und dort haben sie viele Ideen miteinander ausgetauscht, was technisch vielleicht machbar wäre und denn von auf Papier wandelt und dann einen Effekt hat oder so. Ja, das sehe ich leider ähnlich. Guck noch mal, ob die Flotte noch da ist, aber ich glaube, die ist taucht hier links vor auf. Also ich denke, das dürfte abgeschaltet sein. Flotte weg. Flotte alle.
Ja, mich wundert auch, dass Sie jetzt nicht gesagt haben, warum Sie jetzt Squadron 42 vom Verkauf also rausgenommen haben. Also dazu hat es ja auch keine richtige Nachricht irgendwie gegeben oder Nachinfo, weil das wurde ja schon oft gefragt jetzt halt, ne? Ja. Also ich habe nichts gelesen, wo man jetzt herausahnen können, um was es da geht halt so, also was der Hintergrund ist. Bin hier da. Baby. Ja. Ja, ich hoffe einfach wirklich, dass die Nachricht ankommt. Und dass sie sich nicht darauf verlassen, dass alles immer so weiterläuft. Weil das kann, glaube ich, sehr schnell umschlagen. Ja, oder stagnieren, ne? Also so. Ja, also. Und immer weniger Leute gehen ins PTU, um zu testen, ne? Weil jetzt, denke ich mal, sind da die Zahlen wahrscheinlich auch gering, die sich das jetzt angucken, was da los ist. Ja, wobei ich aber auch sagen muss, die haben früher nicht für jeden Patch, der kam, großartig in PTU gemacht, wenn 3-4 Bugfixes drin sind. Also... Ja. Also Serverfixes haben sie ja eingespielt hier auch im Hintergrund, aber ich denke bei dem anderen wollen sie mehr Gewissheit haben und wollen das sagen auch, dass sie es hier nicht abschließend testen können wahrscheinlich, weil das sowieso alles so hakt hier halt, ne? Aber gibt es noch so viele hartgesottene, die jetzt in 3.19.1 reingehen? Also gibt es die noch, die jetzt weiterhin testen, machen, tun, Bericht erstatten oder geht bei denen auch die Luft aus halt sozusagen? Ne? Also ich meine, wir haben ja hier mit der Mercorp haben wir ja eine große Orga, die ja auch wirklich versucht, in den Geschwadern Aktivität zu halten. Aber das wird denen auch nicht leicht gemacht. Mhm. Da wird dann von kreativen Köpfen wird irgendein Geschwader-Szenario geplant und dann tut mir das immer wahnsinnig leid, wenn ich dann lese, dass grundlegendste Dinge diesen Abend sabotiert haben. Mhm. Und das ist schon echt schade, weil danach geht natürlich auch die Lust bei Leuten verloren. Das ja klar, wenn 30k dich dann mit deiner Ware oder die du dann irgendwie 2 Stunden gesammelt hast und willst sie dann noch zum Verkauf bringen und das klappt wieder nicht, dann ja. Selbst die Paketmissionen sind ja so krass verbuggt, dass du die Pakete nicht spawnen kannst. Also die brauchst du aktuell, habe ich den Eindruck, gar nicht machen. Darf ich gerne mal fragen, was wir vorhaben? Schiffchen schnappen und dann mal weg hier, würde ich sagen. Jawohl. Gibt es eine Präferenz? Nö. Bisher nicht. Wir hatten eben mal an die 600 gedacht, aber wenn du einen anderen Vorschlag hast, bin ich da auch bei. Noch weniger als das. Ich nehme die 600 gerne. Ja, dann lass uns die nehmen. Ich habe auch keine, also... Nee, der Forster wollte eine rausholen. Oder ich kann auch die Executive rausholen, wie ihr wollt. Meinst du, wir dann Lynx rein oder ähnlich so? Na, hier können wir keinen Lynx einladen, ne? Ja, das ist richtig. Also wir können gucken, ob wir irgendwo mal einen einladen. Aber ja, lass uns das mal testen. Aber dann können wir, glaube ich, nicht die Executive nehmen, weil die ist, glaube ich, Touring, ne? Nein, die ist Exploration. Das war ja gerade der Punkt, der so verwunderlich war bei der Executive. Na ja, gut. Forster, was hast du für eine? Ich habe eine Exploration. Auch eine Exploration. Ja, ist mir egal. Ich würde nehmen. So, aktuell kann ich nichts aus meinem Inventar anziehen. Das geht bei mir gut. Mal kurz gucken hier. Ah, okay. Jetzt kommen wir der Sache näher. Wenigstens der 30k Recovery ist wieder am Start und funktioniert recht gut. Das stimmt. Und das Charakter-Repair-Tool ist auch da. Toll. Also das Charakter-Repair-Tool, muss ich zugeben, geht mir ein bisschen am Baguette vorbei. Weil ein Tool, was mir nicht die Items, für die ich Kohle gezahlt habe, wieder gibt, aber meinen Charakter repariert, was auch immer das überhaupt bedeutet, ist schön und toll und natürlich eine Möglichkeit, um ein bisschen was zu beheben, aber es behebt halt nicht alles. Hunger 7. Mhm. Ich noch mal kurz Medic Tool noch an. Oder? Ja, ich nehme mir hier die kleinen Pens mit, weil da sind ja keine Patronen drin in dem Medic Tool.
Also wenn ihr wollt, ich habe gerade noch einen Aufzug. Doch, also wenn du einzelne kaufst, dann geht das jetzt wieder bei mir. Ja, aber ich habe keine einzelnen gekauft und ich habe die noch im Inventar. So, hier noch ein bisschen Essen, Trinken mitnehmen. Genau. Was man für eine Reise nach Pyro halt braucht. Forster, du fährst einzeln, ne? Ja. Also, bin nochmal bei jemandem falsch eingestiegen, der jetzt nicht wieder aussteigt. Ah, zu spät, okay. Ich muss sagen, ich finde diesen Raumanzug, den Knusper trägt, sehr lustig. Den super. Ich wünschte, dass alle Raumanzüge so wären, so richtig dick und polsterig und dass man auch den Eindruck hat, geschützt zu sein. Sag mal bitte nochmal den Hangar, 7 oder was war das? Ja, 7. Okay. Nett. Hi, Kiate, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Kiate. Hallo. Der kommt auch rum in der Citizen-Gemeinde. Oh, ich bin wieder beim Schiff. Oh, ja, ich. Ja. Die Direct Defense Con erwartet uns. Ja, die will uns nicht loslassen. Und heute hat sie sogar mal geöffnet. Okay. Ach, du bist noch unten? Ich mach dann schon mal Kaffee warm. Ja. Toll. Forster, der will ohne uns fliegen. Außerdem, die 600, ihr habt gar keine Kaffeemaschine. Sind wir beide wahrscheinlich wieder auf einen Punkt in einem Hangar gelaufen, wo wir nicht hätten laufen dürfen, oder? Ja, oder ich war nicht da, vielleicht deswegen. Was? Ernsthaft? Ist die so exklusiv, das Schiff hier, meinst du? Ja, nee, das ist, wenn, dann ist das eine allgemeine Sache, aber ich weiß auch nicht. Was hast du da draußen? Doch nicht nach Logik. Independence hast du da draußen drauf geschrieben? Ja. Ja. Das ist die Independence. Das ist die Independence, okay. Haben wir gleich Aliens? Nee. Schade. Das ist ja nicht der Independence Day. Wär schön, wenn die Banu vorbeikommen, vielleicht mit der Merchant Man. Das dauert noch. Ja. Nee, die haben, die haben Verspätung. Gibt einen Stau im. Ne? Wer fliegt wie, wo, was, wo? Ja, der fragt. So. Das Schiff steht ja auch noch auf meiner eventuell haben wollen Liste. Je nachdem, wie der Rework ist, sagst du? Der Rework ist klasse, zumindest vom Konzept her. Allerdings hätte ich das ganz gerne ein bisschen früher als in 6 Jahren. So, irgendwo da drunter. Da. Ja, dann bewege ich deine 2,50 Euro mal nach oben, ne? Ja, mach mal. So, an der Bar kann man sich schon mal nicht hinsetzen. Lüster, was hast du denn da gekauft? Weiß ich nicht. Aber ist wahrscheinlich auch kein Barkeeper. Ich guck mal, ob hier ein Film läuft. Mal gucken. Oh Gott, was denn? Film? Oh Gott, oh, was passiert? Ups, ja. Entschuldigung. Ja, das klappt. Das ist immer, ich muss ja kurz erklären, wie das passiert. Ich muss ja wechseln zwischen Maus und Joystick. Fürs Bewegen mache ich das. Und das bedeutet, dass wenn ich mit der Maus vorher bin, dass der, wenn ich die Maus zu weit nach oben sitzt, natürlich erst die Maus nimmt und der Joystick muss ich teilweise nochmal mit Y umschalten für ich will keine Kamera. Na dann. Also, ich glaube auch nicht, dass Knusper eigenständig für sich persönlich die Summe aufgewandt hat, sondern dass das natürlich durch Giveaways und all solche andere Dinge gekommen sind und weil er die halbe Merk sicherlich auch ausgestattet hat. Ja, Knusper hat jetzt 24 von den 12er Fury-Paketen gekauft. Die werfen wir jetzt auf seine 1200 Krakens und dann geht's los. Ne, Knusper? Der hat ja schon die 890 Jump Executive. Ob es die wohl mal geben wird? Was meint er? Glaube ich nicht. Aber es ist eine interessante Frage, weil sie wollten eigentlich mal weitere Level einführen bei diesem Spielchen da mit den verschiedenen Pledge-Summen. Jetzt weiß ich nicht, ob weitere heißt dazwischen welche oder am Ende noch weitere dran. Das wird interessant. Wir sind und bleiben gespannt. Ja.
Aber eigentlich wäre bei der Summe die 8 Nighty in den Farben auf jeden Fall passender gewesen. Aber das kam ja zu einer Zeit, wo es die, glaube ich, noch gar nicht gab, die 8 Nighty. Hm. Ab durch den Schmock. Wo fliegen wir denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ihr habt gesagt, Schiffchen und losfliegen. Ich bin losgeflogen. So, jetzt landen wir wieder. Was haben wir denn hier? Fliegt man nach Walla. War nicht bei Walla das mit diesen grünen Edelstein-Dingern auf dem Boden? Ich glaube, ich war noch nie in Walla, seit ich die mal irgendwann gezeigt habe. Du müsst erstmal rausfinden, wozu gehört Walla? Ja, hier zu Arco. Ah. Fliegt man nach Walla, alles klar. Ich habe leider nur die F8 Lightning, okay. Das ist schon okay. Gab es die nicht auch in zwei verschiedenen Varianten? Ja. Ja. Ach, erste kriegst du bei 10.000 und die zweite bei 15.000. Ach, Schnapper. Achso, dann hast du ja auch schon beide. Ja, verrückte. Mir aber nix. Verrückte Summen halt, oder? Das muss man schon sagen. Ja, das ist komplett bekloppt. Ja, ja. Und ansonsten beschweren wir uns, wenn wir für ein Computerspiel Ultimate Edition 99,90 € ausgeben. Und das sieht extrem gut aus mit der offenen Scheibe. Oh, da. Oh, das ist cool. Ich mag die 600i unglaublich von der Brücke her. Das ist so offen. Ja. Mich erwähnt, dass ich eine haben möchte. Ja, sehr erwähnt. Seit dem Savaging im Spiel sollte man mit so einer goldenen doch eher vorsichtig sein. Gibt es da mehr für Savaging? Wäre eigentlich mal interessant. Nee, weil das ist ja nur ein Skin, aber die Idee wäre cool. Oh, herrlich. Ob du wohl in Zukunft einfach nur noch so ein, wenn die 600i dann nochmal gewürgt wird, einfach nur noch so ein Skin bei 25k in die Fresse gedrückt bekommst? Hier, bitteschön, klatsch drauf. Wäre nicht so liebevoll. Findest du? Ja, schon. Ja, der Pod braucht auch wirklich lange, bis er aus der Atmosphäre raus ist. Also die Goss aber, glaube ich, schneller. Knusper will ja auch in-game Getränke verkaufen hier im Schiff, wenn wir mit ihm unterwegs sind hier. Also das muss, der Umsatz muss ja auch laufen. Hat Knusper dann selber den Kellner oder wird er Kellner? Ja, der Personal für, ist ja klar. Wir haben das gestern getestet mit dem Lynx, wir waren zu fünft, also musste einer stehen. Und ganz neben der Tatsache, dass wir den Lynx mal eben kurz unter dem Map befördert haben und der Fahrer einen Backflip mit dem Lynx übergezogen hat, hat es der Kane auch echt schwer, während der Fahrt da eine Champagnerflasche auf den Tisch zu stellen. Ja. Schau mal, ob du irgendwo hier eine Location hast, wo man ein Fahrzeug rufen kann. Keine Ahnung. Ach so. So ein Mining-Ding. Ja, du willst Tag. Arkop Mining Area 061. Probieren wir die doch mal. Und da wir mit Kursen unterwegs sind, ist die bestimmt bei Tag. Das Wolfsrudel schreibt, Witz am Rande, warum verbaut Drake keine Rettungsmöglichkeiten? Es ist noch niemand zurückgekommen, der sich beschwert hat, dass er welche gebraucht hat. Sehr schön. Dem kann ich leider zu gut zustimmen. Mensch, Knusper, wir kriegen Tag. Echt? Kann ja kaum sein. Ja. Ist der ganze Hype wieder zu Ende mit den Vermutungen und Dings, so was alles vorher war, ne? Und jetzt geht's auf die Alien Week dann nochmal zu. Mhm. Ist bei der Alien Week dann auch immer Free Flight? Nee, so oft macht sie es dann doch nicht. Nee. Ich glaub nicht, nee. Das sind meistens nur Skins und eine Folge zum Merchant Man. Oh, doch ganz, ganz hübsch aus, Walla. Feststellen, wir sind auf einmal ziemlich schnell unterwegs. Wenn du Kratzer in Schiff machst, mach ich einen Kratzer in dich. Sag Walla. Walla.
Außerdem habe ich schon die Katze ans Schiff gemacht, also ist das gar kein Problem. Was? So erinnert mich eigentlich Valar an Black Panther, also von der Bezeichnung her. War da auch irgendwas mit Valar immer? Okay. Vielleicht Valhalla. Nee. Ja, wunderbar. Wakanda. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, irgendwas war anders. Ja, Valar und Wakanda sind aber dann doch nochmal... Ja, weiß ich, mich hat, weiß ich, Valar hatte mich irgendwie... So, dann nochmal ruhig bei den Pets hier, wo die Rover gerufen werden können. Okay. Ja, oder doch, ja, lande doch auf dem Hauptfeld, hast schon recht. Das gebührt sich mehr hier. Wir fliegen mit 25 Euronen um die Gegend, da lohnt sich das dann schon. Ich weiß gar nicht, ob die da so richtig draufpasst, aber ich tue einfach mal so, als wäre das der Fall. Noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch. So, ich glaube, so kannst du runter. Was der eine Pylone da hier so, der ist ja so gar nicht in der Reihe rechts, ne? Der eine, der draußen auf dem Landepad ist da. Der oh ist jo, da. Stimmt. Was der da so soll, weiß keiner, auch keiner, ne? Ja, nett. Top. Sehr schön. Werd immer besser beim Fliegen. Ja. So, wer hat einen Lynx Rover? Ich. Ja. Hervorragend. Wenn Sie den dann mal rufen würden, ich war mal... Ich kann auch einen holen sonst. Ja, dann kriegen wir bestimmt zwei rein. Nein. Um Gottes Willen, nein. Was? Aber Mini ist schon auf dem Weg oder soll ich? Also. Du kannst gerne. Ja. Mir ist das egal. Es muss übrigens gleich jemand mal kurz mich beim Fliegen ablösen, weil ich habe dann eine kurze Unterbrechung. Oh, das kriegen wir hin. Ja. Also eine kurze, längere Unterbrechung, nicht so kurz wie die letzte. Achso, ich bin jetzt schon draußen. Soll ich den jetzt doch holen? Ja, gut, dann. Wenn du noch verschwindest, dann ja nicht. Dann lass mich mal meine holen. Das stimmt, dann lass ich lieber ihn anholen. Du kannst ja mit der Fury dann nachkommen. Ach, hier ging doch auch schon mal die Wandpaneele. Ich hab keine Fury. Und ich will tatsächlich, oder will ich, also wenn ich eine geschenkt bekomme, vielleicht, aber ansonsten... Okay. Ach, guck mal, hier sind die kleinen Kristalle. Nee, denn auf Klo würde uns mir die Schnuffi mitnehmen, also das, da ist er nicht so. Was? Forster, ich weiß doch gar nicht, nee, das bist du, Knusper, okay, tschö. Also die Kristalle sind auch ein bisschen mickrig, ne? Da hoffe ich ja, dass wir in Pyro auch ein bisschen was anderes sehen. Das ist aber hier alles auch ein bisschen älter, ne? Ja, das ist richtig. Habt ihr eigentlich auch vergleichsweise eingeschränkte Frames? Ich habe 100 FPS hier. Okay. Aber 26, 28, 31, so um den Dreh. 100 FPS? Ja, zeigt er hier bei mir an, ja. Bist du in 4K? Nee. Aha. Ich bin LMAA, aber das ist was anderes. Okay, du hast gewonnen. Mit Poser-Stream, ich kann eine 890 beisteuern. Ja, ab dafür. Ja, alles zur Feier des Tages. Haben wir den ganzen Messekrams wieder überstanden. Könnte man ja auch schöner machen, ne? Indem man einfach hier dann praktisch in so einem Pad unten in so einem Pad unten Hangartüren hat, die dann praktisch den Rover nach oben fahren oder so. Ne? Mit der nicht so spawnen. Apropos Spawn. Ah, guck mal. Ah. Links Server. Hervorragend. Du, Herr VIP, steigen Sie zu. Ich guck lieber, wie du fährst. Achso, ich soll fahren, ja gut. Ja. Forster, willst du noch zusteigen, oder? Nö, switch mal ab, alles gut. Ich vertraue dir da vollends. Du kannst mit teurem Material umgehen. Namen, Zinos. Ja, heute mit Cam.
Ich weiß nicht, woher das Vertrauen im Gegensatz zum letzten Mal kommt, aber ich freue mich. Hart erarbeitet. Ja, die Laderampe sieht auch ziemlich stabil aus, ne? Gegen andere Laderampen, die man so kennt, finde ich. Mach mal Licht an. Ja. Mach mal Blaulicht an. Warte. Ja, das ist Blaulicht-Feature, ja. Nice. So, und jetzt probiere ich das mal aus der Innenperspektive heraus. Komme ich gut? Ja. Außer links. Ja, das komme ich gut, ja. Ja, also am Anfang war es noch so, aber ja. Jetzt perfekt. Also, jetzt könntest du auch aussteigen, oder? Ah, wird knapp, aber ja, könnte. Kannst du noch ein Stück nach vorne. Ja. So, ja. So lass stehen. Ich glaube, was hier nicht mehr passiert, das war so extrem im Earth Rover, dass man aus dem Dach aussteigt. Ich glaube, das haben sie hier besser in der Kontrolle. Ich hoffe es zumindest. Guten Tag. Guten Tag. Und das passt ja wie angegossen. Oh, jetzt hat er dein Gewicht. War schon ziemlich krass anscheinend. Ja, ich hatte mir vorgenommen abzunehmen, aber... Also eigentlich sagt meine Mama immer, ich bin dünn wie eine Spargelstange. Hm. Hm. Hast du ihn jetzt mit I ausgeschaltet oder mit U? Was hast du gemacht? Ich hab I gesagt. I hast du genommen. Nur mal so, um zu gucken, ob es da irgendwie... Ja. So, Achtung, ich fahre die Kiste mal hoch. Hast du eine Fernbedienung, oder was? Klar. Oh, oh. Ja, das passt. Aua. Das passt. Ach, du ahnst es nicht. Ja, guck mal, der ist drin. Ja, irgendwie ist er drin, ja. Rauskriegen wir ihn nicht mehr. Ja. Und ich muss sogar sagen, das sieht außerordentlich gut aus hier mit dem luxuriösen Teil. Und rauskickt ihr den auf jeden Fall immer noch. Also okay. Ich glaube, ich habe nicht gesehen, was ihr gesehen habt. Das, der steht bei mir perfekt auf der Rampe tatsächlich. Das ist aber uns nicht so. Ich verstehe. Nee, das sieht tatsächlich extrem cool aus. Machen mal Lower Deck. Oh, gerne. Ja, ne. Oh. Weil dann können wir mal kurz mit dem Rover gucken, ob der das noch gecheckt hat. Ja, das sieht gut aus. Eine Frage, Jungs. Habt ihr von Jägern, ich habe von Jägern keine Ahnung, ist die Gladius immer noch so gut wie ihr Ruf? Ja, ich glaube, Gladius und Arrow sind immer noch im Moment das Nonplusultra. Mhm. Oh ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus, muss man schon sagen, ja. Was ein schönes Teil. Kann ihn halt einfach zu gut leiden. Ich mochte auch den Trailer super gerne. Ja, muss ich auch sagen, also Trailer konnten sie wieder, ne? Also auch von der Länge her fand ich das schon Wahnsinn, was sie da gemacht haben, ne? Also 2,51 oder so, das ist schon krass, finde ich. Oh Gott, was ist los? Gar nichts. Herrlich. Sehr geil. Sehr geil. Oh, herrlich. Der war gut. Ich hab's nicht gelesen. Gut. War ein Bild. Ja. Hab ich mit meiner Webcam in den Rover reingesetzt und dann gewunken. So. Ja, schön. Ja, also passt eigentlich gut hin, ne? Muss man wirklich sagen. Ich bin ja wirklich auf den G12 gespannt, ob der wirklich eine Ergänzung sein kann. Also bisher würde ich sagen, hat der Lynx für mich gewonnen, aber... Ja, allein weil er da ist, ne? Gegen uns zum G12. Ja, das mit dem da und nicht da, das da haben wir ja schon mal was, aber nochmal dann so vom, dass der einen Innenraum und sowas hat, das finde ich dann auch nochmal tatsächlich besser. Das Einzige, was ich echt schlecht finde, also der muss da so eine schlechte Federung haben, dass die Wasserflaschen hier hinten immer umkippen. Ja, die Federung ist immer noch so, dass die nicht viel federt. Das haben die, glaube ich, alle, diese Rover. Weil in dem Weiß mit den blauen Fenstern gefällt er mir auch sehr gut, muss ich sagen. Das habe ich mir jetzt letztens mal angeguckt. Also ja, das glaube ich. Das war auch sehr schick, muss ich sagen.
Ich muss sagen, ich hätte ganz gerne den Konzertband. Ist das der Konzertband, der gerade drauf ist? Nee. Ist Standard. Aber der sieht halt ziemlich identisch aus, oder? Der Concierge-Paint. Deswegen, ich bin nicht ganz sicher, ob das hier der normale ist, weißer, und das ist der Torlek meinte, er hatte den ausgepackt und da war der Concierge aus irgendeinem Grund schon drauf, also... Okay, ich guck mal kurz, ob ich kann meine, das ja mal... Meine, der wäre ähnlich silber. Hattest du den denn gekauft? Ja. Den kann ich hier drin nicht erkennen, ne? Nee. Warte, schauen wir doch einfach mal nach einem normalen Bild. Habe ich den raufgepackt, den Concierge? Nee, da bin ich da. Nee. Ich habe mich nämlich eben gewundert, der ist noch... ich hatte bis jetzt den geliehenen nur halt, also den du dir renten konntest sozusagen. Das ist jetzt mein eigener hier, den habe ich heute zum ersten Mal rausgeholt hier. Aber wie gesagt, der ist nur ein bisschen mehr Silber, ansonsten... Ja. Ziemlich identisch. Auch die Fensterfarbe war nicht anders, ne? Die war nur bei dem einen Skin in Blau und bei den anderen weiterhin so. Mhm. Ja. Dass der Tonic noch da ist, aber ich würde behaupten, der Concierge ist da gerade drauf. Der Abgar hat mir die Bilder rausgesucht von den normalen und der normale ist einfach deutlich heller und hat nicht diesen metallischen Glanz und der Concierge hat diesen metallischen Glanz. Aber wie gesagt, ich habe ihn heute, also den jetzt, den persönlichen das erste Mal jetzt eben gerufen und nichts dran verändert und hatte ja, ich wollte erst einen Skin drauf machen, aber der liegt ja dann auf Area 18 sozusagen im Original. Nussmann, ich habe dir übrigens die Sektflasche mitgebracht. Und? Ob die auch hier so ein bisschen ein zum, trinken konnte man nicht, ne? Nee. Gut, du hast einen Helm ja auf, aber... Er geht auch ohne... Meine ich nicht. Ich hoffe irgendwann... was mir auch noch fehlt, warum sind zur Hölle im Trailer und Co. sind überall Sektgläser drin auf den Bildern auch? Warum hat er keine Sektgläser, wenn er Sekt mit anbietet? Weil mein Brüder dich aus der Flasche trinkt hier. Das sind natürlich... Also, ich würde direkt mal eine Nachricht schreiben an CIG. Das sind wichtige, ganz, ganz wichtige Probleme. Das wäre jetzt ein Gläschen bräuchte. Die kannst du für 12,99 im Pack irgendwann kaufen. Genau. New Member Joint? Wenn du den Lynx Rover besitzt. Ansonsten 15,99. Nee, ja, genau. Concierge ab 30. Ja, genau. Kommen die richtigen Edelsachen. So, also Getränke und Essen despawnen, aber man kriegt sie nicht in die Hand. Das ist ja gut. Aha. Das ist ein guter Deal. Wie war das denn noch? Ist hier Tastenkürzel K, um die Waffe an der Seite runterzufahren? Oder wie ist das? P. P ist das. Ah, okay. Ja. P wie Paffe, okay. P wie Paffe runterfahren. Ja, okay, Paffe runterfahren, okay. Also ich demonstriere das immer. Ich drücke jetzt mal so P so und dann habe ich hier mal so P gedrückt und dann macht der. Ja. Achso, warte. Jetzt drücke ich mal so P so. Ah, okay, P ist das, okay. Polizeilich ungefährlich. Eins, ne? Ja? Das ist nicht so viel. Da muss man mal bei der Paketmission ausprobieren, wenn da 124 Gegner stehen. Wie lange man braucht. Und ich habe gesehen, der hat tatsächlich auch ein Paketfach. Ja. Missionsfach, das stimmt. Hatte noch, glaube ich, beim Video übersehen, dass da unten, glaube ich, noch Stauraum war. Ne? Richtig, da unten ist Stauraum. Ja, hatten sie im Original, oder hatten sie im Dings erzählt da, ne? Q&A, glaube ich, war das nicht? Nee. In Donnerstagabend, glaube ich, war das in dem Ding, ja. Inside. Ich kann ja auch nichts machen. Wo ist das denn? Warte. Ach da geht's. Also, ach, da ist jetzt, ach, man muss stehen, okay, dann geht's. Das Gleiche. Es geht bei mir auch, wenn ich in der Hocke sitze. Aber Knusper kann ja auch aktuell nichts trinken, also. Vehikelkapazität unendlich? Na, 125.000. Also bei mir steht bei External 125. Bei Vehikel steht unendlich. RSI Lynx. Bei Vehikel steht, aber bei mir lädt das Inventar auch nicht. Nee. Weil es unendlich ist.
Deswegen muss er unendlich viele Items loaden, das ist ja klasse. Sieht aus, gab es auf der DrakeCon irgendwas Neues zu sehen? Nö, gar nicht. Nicht mal eine Kraken mit Textur. Leider. Okay, im Holo-Modell, ne? Ja, allerdings sah die Halle relativ schick, muss man sagen. Die waren neu angeordnet und es gab ein paar Blümchen und Stehtische und Sitzbänke. Und es gab ein paar Modelle, kleine Modelle, die auf Tischen standen, die man sich angucken konnte. Altmetall-Ausstellung im Hangar wie letztes Jahr. Oh, herrlich. Das gute Altmetall. Ja, und es waren nicht so viele NPCs da, die da so rumgestanden haben wie gestern, sondern das war etwas flüssiger vom Bewegungsradius her. Was nichts Schlechtes ist. Oh, schon, ist schon ein geiler Ausblick hier, ne? Hinten raus so, im Bett und so, also muss man schon sagen. Ja. Wenn man da das richtige Flüsschen findet, wo man morgens aufwachen will. Oh Gott. Ah, okay. Ich habe immer noch nicht die neuen Flüsse gesehen, ne? Ich kenne immer nur den ersten. Also immer nur noch den ersten. Den mit der Schlucht meinst du, oder? Zum Beispiel. Ja. Also, ja, den kennst du noch nicht oder den kennst du? Kenn ich noch nicht, nee. Achso, bist du noch nicht. Bei dem an der Schlucht war ich jetzt vor kurzem im Dunkeln, das war doof. Mhm. Ansonsten, also der Fluss ist cool, aber bei Dunkeln ist es nicht so schön. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch noch keine neuen gesehen. Es soll ja irgendwie einige geben, irgendwie 40 Stück durch Hörsten und Microtech verteilt. Weiß jemand, wo man sowas findet? So einen Hörstenfluss finde ich mal ganz cool. Also du musst die Koordinaten ja manchmal dann kennen hier, ne? Und dann müsstest du hier, Verse Guide weiß das alles sozusagen als Tool, wenn man da drin gucken will. Da sind, glaube ich, die aktuellen Sachen alle so. Ich gucke mal gerade, ob ich was organisiert kriege. Oh, lebe ja noch. Sag doch was. Also WorstGuide.com ist dafür eine gute Seite, um ja, Sachen zu suchen, zu gucken. Okay, ich suche da gerade nichts. Ich verschwinde mal gerade und setze mich dafür ganz brav in den Lynx. Okay. Ja, dann bin ich jetzt mal gerade so 30 Minuten circa weg. Alles klar. Ich übernehme. Wer von euch fliegt denn gerade? Ich. Aber setz dich nicht in den Fahrersitz vom Lynx. Nee, hab ich nicht. Ich habe mich hinten schön hingesetzt. So, tschüssi. Ciao. Ciao. So, Worst Guide, sagst du. Und da finden wir jetzt aber nichts auf die Schnelle, denke ich mal, ne, wo wir hin können. Müsste mal meinen Gedankenkram. Necropolis. Was war das denn? Ghost Hollow. Ghost Hollow ist ja markiert. Mhm. Kannst mal mit deinem Schiff reinfliegen, dann kommen die PvP-Leute und blasen sich aus dem Himmel. Oh. Wir fliegen nach Ghost Hollow. Mal richtig auf dicke Hose machen, sagst du? What could possibly go wrong?
Ja, Ghost Hollow ist doch unten die Druckmaschine für Geld oder irgend sowas, ne? Und oben im Luftraum bewachen das doch mal alles und einer steht unten und sammelt doch irgendwie die Pakete ein oder irgendwie sowas, ne? Ich glaube, so ist die Ghost Hollow Mission doch irgendwie aufgebaut. Echt? Klingt ja nach Jump Town. Ja, aber irgendwie. Aber ich habe keine Ahnung. Ich kenne das noch von einer PvE-Mission, dieses Ghost Hollow. Ja, es gibt beide. Geil, beide Missionen. Also es gibt eine PvE und eine PvP irgendwie. Ah. So ist das gewesen. Ja, und glaube ich, letztens war das sogar, dass jemand mal eine normale Paketmission hatte und abgeben sollte er das Paket genau da, wo die Druckmaschine war. Und dann ist er da mit seinem Paket hingeflogen und im Luftraum war die Hölle los sozusagen und er verstand gar nicht, was die ganzen Spieler da alle veranstaltet haben, weil er wollte nur sein Paket abgeben von seiner Paketmission. Also es vermischt sich dann anscheinend auch manchmal. Wahnsinn, ne? Den Weg ist schon wieder vorbei. Ja. Ja, ich denke mal, denn morgen ist ja noch die DefenseCon, dann Montag, Dienstag nochmal alles. Ja, dann werden sie wahrscheinlich ab Mittwoch, wenn das alles gut klappt, werden sie dann wahrscheinlich den Patch 3.19.1 wahrscheinlich dann rüberhiefen. Mhm. Montagabend gehst du dann nochmal auf den Merk Live Channel live und machst da nochmal ein Recap von allem? Ja, würde ich machen, ja. Und versuche ich mich da mal mit reinzuhängen. Also da würde ich dann bei mir nicht streamen, sondern da streamen wir dann bei dir. Ja. Abend, Weiß. Ja, guten Abend, Weiß. Ach so, nicht ganz so. Gibt zwei Tommelsets, ranstellen und aktivieren. Jetzt alles wegschießen, was da kommt. NPC-Spieler, okay. Schwiegermutter alles. Ach, herrlich. Wenn alles gut ist, hast du 250.000. Okay. Aber bist enterbt. Ach, herrlich. Ja. Oh, herrlich. Wird denn jetzt eigentlich alle 8 Stunden nochmal hier 1000 Kraken angeboten oder 100 oder was ist da so die Zahl? Was kann man? Ich glaube nicht, dass das bekannt ist, wie viele angeboten werden pro Welle. Wir haben noch gar nicht auf die Internetseite geguckt, wie das so heute aussieht, ne? Ja, das stimmt, das könnten wir eigentlich gerade mal machen, ne? Warte mal, wie lange haben wir es denn noch hier? 36 Millionen, ja, da haben wir Zeit. Warte, dann gehe ich mal gerade hier. Da und da. Schalte da mal rüber. So, jetzt müsstest du das eigentlich hören und sehen und alles müsste da sein, hoffentlich. Schauen wir mal. Haben sie ja nochmal extra alles mit DefenseCon gebrandet gemacht. Ja, stimmt. Damit man das Ding auch findet. Ja. Und nicht den alten Weg nimmt sozusagen zu den anderen stimmt. Hallen. Ja. Na hier in den Startup-Packs ist dann auch kein Squadron dabei, ne? Bin aber noch nicht, ne. Also ich glaube, dass ich Squadron nur noch gesehen habe bei teureren Packs. Also weiß ich nicht, also jetzt als Beispiel, bei den 9 und 10.000er Packs bin ich der Meinung, dass das da noch drin war. Dann müsste das auch jetzt auch noch sein. Also das wäre ja ein mega. Also digital downloaded, ne? So nannte sich das ja dann, glaube ich, ne? Ja, also hier UE Exploration Pack zum Beispiel. Da muss doch auch sowas drin sein. Ja, hier, Squadron, da ist es noch drin. Ja, ne? Das noch, ja. Bei den Paketen ist es noch, ja. Na gut, ab 1.000 Euro hast du ja sowieso Zugang. Also, Fletch. Kriegst du das automatisch. Auch für Squadron? Ja. Ich meine nur den Spielzugang für PU ist da drin. Ach so. Bei Squadron war es nämlich, deswegen habe ich nämlich mein Game Package auch noch. Weil ich gesagt habe, okay, dann Squadron will ich ja doch irgendwie haben. Ach so, du hast einen garantierten Zugang zum PU sozusagen dann. Ja. Ach so, okay. Damit du die Schiffe, für die du plätschst, dann auch fliegen kannst. Ja, okay. Na, stimmt. Bei dem Andromeda-Pack ist es noch nicht drin. Hm.
merkwürdig. Was gibt es denn hier? Ein Drake Complete Paket 2952, also nicht 2953, für 5500. Also mit neuem Geld und mit Store Credits dann 6129. Legatus kostet 50.000 Euro mittlerweile. Alter, Vetter. Und ist das noch das vom letzten Jahr? Ja, ist da wirklich alles denn drin? Also wenn ich das jetzt, naja, gut, ist 52, also. Ja, das ist von letztem Jahr und du kannst dann immer, nach einem Jahr kommt dann immer ein neues Pack, aber du kannst dann auch ein Upgrade-Pack kaufen für dein Legatus-Pack, aber dafür musst du nochmal Geld bezahlen. Aber ich habe dann ja wirklich auch alle Items, also alle Schiffe und Fahrzeuge sozusagen. Soweit ich weiß, ja. Manche Schiffe sogar doppelt, ne? Wegen Platzhalter oder was? Oder? Ja, ich habe mal gesehen, irgendwo manche. Obwohl, es scheinen sie korrigiert zu haben. Phoenix Emerald. Eieieiei. Ja, wirklich alle Items, also. Und ist da noch hier Dings drinne? Finden wir hier noch das? Was soll ich jetzt hier drin finden? Steuerung F geht ja nicht, ne? Weiß nicht. Also Steuerung P war ja, ne? Suchen auf einer Internetseite, war es nicht irgendwie so? Ja doch, da, ja. Squadron 42 Digital Download. Ah. Den kriegst du dazu. Ja, okay. Ja, dann. Also, Schnapper. Weiß gar nicht, was sich alle Leute beschweren. Gibt's auch noch. Ja. Ja. Super. Muss man in der Familie halt mal zusammenlegen. Genau. So, mal gerade gucken, was sonst noch so ist. Ach Mama, ich wünsche mir ein Paket für 50.000 Euro digitales Gut. Ich wünsche mir zu Weihnachten nur ein Spiel. Ja. Oh mein Gott, Alter. Ja, hier hast du einen Link. Ja. Ja, wenn du das einem erzählst, der so mit gar nichts zu tun hat, der sagt auch, ihr habt nicht mehr wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun. Halt. Mhm. Wahnsinn. Aber sonst nicht viel Spannendes, ne? Auf der Seite. Nö. Nee, die Herald kostet $85. Da, Kraken 1650 US-Dollar. Und View Offers, kriege ich noch eine? Nee, Concept ist sold out und das andere ist auch sold out. Also, irgendwas geht ja dann anscheinend doch noch. Also. Oder angekommen. Das ist ein Timing. Aber das Ding haben ja dann auch eigentlich schon sehr viele, denn, ne? Also. Das ist auch so ein Ding. Die haben ja damit mal irgendwann angefangen. Fliegen bestimmt wieder auf die dunkle Seite. Wir haben damit ja mal angefangen, dass eben immer zu diesen Messen eine bestimmte Stückzahl kam. Ich glaube, die haben aber auch nicht damit gerechnet, dass dann für Jahre lang immer wieder Stückzahlen verkauft werden. Bin mal gespannt. Also müsste mittlerweile auf jeden Fall schon einige tausend Großkampfschiffe geben im Burst. Ja. Und das bei der geringen Anzahl, jetzt sage ich mal, bei 4 Millionen, wenn wir jetzt annehmen, dass es 4 Millionen Spieler sind, das ist ja auch noch nicht gigantisch, so sage ich mal. Und weiß ich nicht. Also, du brauchst ja halt die Crew, um das Ding auch rauszuholen. Das muss sich auch rechnen und so, ne? Also, weiß nicht, wie sehen da halt die Missionen aus für alle, dass sie immer so eine Kraken dann auch rausholen halt. Also, dass sich das dann auch lohnt, ne? Also. Ja. Auch da wird es am Anfang, ja, viele wird es interessieren, die möchten einfach auf dem Schiff dann sich das angucken und aber hast du nachher so viel Spielinhalt, dass du immer diesen ganzen Aufwand machst, um die Leute alle zusammenzukriegen, an denen, für den Sonnabend, für den Sonntag oder wo du das Ding rausholst, um dann loszulegen. Das, wenn du dann das Interesse an dem Spiel verlierst und hast da so viel Geld geplätscht und hast die ganzen Sachen da, puha. Ja, das ist schon sehr grenzwertig alles. Schiffe vererben, ja. Also ja, über das digitale Erbe sollte man sich dann langsam wirklich Gedanken machen, dass man das mal einrichtet. Ja, 4 Mio. Accounts, ja, ist richtig, ja.
die Kraken ist meine Altersvorsorge. Oh, herrlich. Naja, also wir sind uns alle einig, dieses Jahr passiert da nicht mehr viel. Hoffen wir wirklich mal, dass bei denen langsam ein Stein fällt und die auf einen richtigen Trichter kommen. Vor allem anfangen zu kommunizieren, das wäre mal das Allerwichtigste. Eigentlich sind sie da aus meiner Sicht doch gut für aufgestellt. Es gibt doch da sehr viele aktive Community-Manager und hast du nicht gesehen, und was weiß ich, wer da alles rumläuft. Also, aber wenn da selbst die Infos natürlich vielleicht nicht ankommen, ne? Also wenn da ja vom Management nicht richtig in die Reihen kommuniziert wird, dann ja, kannst du natürlich auch nichts veröffentlichen halt, ne? Ja. So, ich würde uns erstmal hier gerade bei Port Dressler landen. Dann sind wir mal hier. Oder wolltest du woanders hin? Nein, ich bin völlig frei. Weil ich würde jetzt gucken, dass ich hier wieder für 3.19 hinziehe nach Microtech. Aha. Finde ich eigentlich immer am schönsten mit dem Schnee. Das mag ich. Ja, Area hat immer noch einfach so dieser Lauf, dass du mit einem Lauf, ich sag mal, alles kriegst, also ohne irgendwo hinfahren zu müssen, Waffe, Medic, was weiß ich, was man alles so braucht, ne? Und bei Microtech müsstest du ja auch einmal vorbeifahren, ne? Um denn dir was kaufen zu können, also mit dem Transportschiff noch ein Stück weiter, ne? Um dann die Läden vorzufinden, ne? Das ist gut möglich. Hab auch so lange nicht mehr richtig aktiv gespielt, weil es mich wirklich mehr frustriert hat als motiviert. Heute Morgen für den Weg von Area 18 nach Daymar, da habe ich ja dann den Lynx Rover aufgenommen. Da habe ich auch 3 Anläufe gebraucht. Das war auch wieder so ein Ding, wo ich... Durch 30 Ks und weil du nicht weggekommen bist? Ja, so, oder? Ja. Also einmal ist mein Hangar nicht aufgegangen. Dann habe ich den Server gewechselt. Dann hatte ich einen 30 K während des Fluges und dann den dritten Versuch, der hat dann geklappt, wobei als ich dann da war, habe ich dann auch nochmal eine Dreiviertelstunde lang warten müssen, bis die Seite hell war, wo ich ein Fahrzeug rufen konnte. Und als ich das dann auch noch hatte, hat auf einmal der Server angefangen zu laggen, beziehungsweise die Server-FPS ging sehr stark runter. Das heißt, da habe ich dann noch ganz schnell aufgenommen, weil ich glaube, kurz danach hat der Server dann auch wieder schlapp gemacht. Also ich verstehe die Leute durchaus, die sagen, ey, im Moment lasse ich es liegen. Ich glaube auch einfach, dass dieses System so krass aufgepustet ist und überhaupt nicht für so viel Content gedacht war, weil sie gehofft haben, wahrscheinlich viel früher eine andere Lösung zu finden. Das ist halt schon schwierig. Stell dir mal vor, du baust jetzt hier noch Polaris und all sowas ein. Das macht alles nicht besser, ne? Wenn das Backend nicht besser wird. Naja, und ja, was weiß ich, wenn du Polaris und so reinholst, irgendwann sind die 100 Leute, die hier auf dem Server sind, sind ja dann irgendwann mal auf 4 Schiffen verteilt, irgendwie. wenn du die alle richtig besetzt, sag ich jetzt mal so. Oh, ums. Die hat Bremsweg. Wusstest du das? Ja, ich wusste es nicht mehr. Alter Schwede, ich denke. Das wolltest du dir mal ganz genau angucken. Ja. Entschuldigung. Ich so, Brems, Schiff so, ne, sehe ich nicht. Ja, guck mal, Weiß sagt auch, die All-Ship-Roundup gestern war auch wieder echt ernüchternd. Ja, da haben wir vorhin schon kurz zu geredet, Weiß, ja. So, Eva, Triebwerke aus. Für RSI-Kunden war es ganz nett gestern, ja. Ach, du wolltest dich einmal hier binden, ne, oder was? Ach ja, stimmt, wir wollten ja eigentlich gar nicht hier hin, ne? Tja, wir wissen jetzt nur nicht wohin, ne, auf Microtech. Was wollten wir bei Microtech nochmal verfolgen? Den Fluss, also, oder was? Ursprünglich wollte ich mal eigentlich diesen Fluss sehen mit dem, ja, mit dem tiefen, okay, Canyon, aber ich habe halt keine Ahnung, wie man da hinkommt. Vielleicht weiß es ja jemand im Chat gerade, der sonst das mal kurz reinschreibt, wenn das irgendwie aufzufinden ist. Ansonsten... Ja, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ich hatte mir da eigentlich...
Muss das nochmal ganz kurz finden hier bei meinen abgespeicherten Seiten. So. 6 neue Flüsse auf Microtech, was hieß das damals mal? Was ist die Frage? Ich glaube, das sind hier alles ausgedachte Namen, also. So. Hoho. Also ich Alex, vielen Dank für deinen Follow. Und Plastik im Bauch, warum auch immer dieser Name da ist. Vielen Dank für deinen Follow. So, dann schauen wir mal. So, also ich finde hier jetzt, also genau, Flüsse sind hier. Jetzt weiß ich nicht, es ist wahrscheinlich nicht der längste sozusagen, aber das wäre schon mal einer. Müssen wir überlegen, was das hier bedeutet. Microtech Data Center KH3 AAE-L 20 Grad und dann 613 Kilometer. Jetzt weiß ich nicht, in welcher Reihenfolge man das hier abfliegen muss. Halt Cloud Diving so lang. Sonst fliegen wir mal ein bisschen durch Wolken durch. Das hat schon was. So. Es gibt hier ein River Snow Transition hinter sich. 21,2 lang. Jetzt muss ich mal gucken. Navigate. Oh, Entin, das war ein Eintritt. In der Atmosphäre vom Planeten. Der mir auch komplett meinen Rumpf zerlöchert hat. What? Oh, hallo. Alles kaputt. Mal hart. Also, wir sollen mal zum OM3-Marker fliegen. OM3-Marker, okay, ja. Okay. Was ist denn das da? Ich bin wieder da. Guten Abend. Bibi. Ja, Bibi. Mikkel 2. Was machen Sachen? Wir suchen OM3 bei Microtech. OM1. Wir wollen mal zu so einem Fluss hinfahren. Fliegen. Du hast eigentlich den höchsten Fluss interessant gefunden, aber ja, finde ich gut.
Das ist wieder OM5, da muss er ja irgendwo anders sein. Meint ihr, es gibt neben einer Crash Recovery auch eine Kick wegen Inaktivität Recovery? Glaube ich nicht. Ich auch nicht. Was eventuell daran liegen könnte, dass ich in Arkor gespawnt bin. Das ist Near Ravage. Das ist Hollow. Achso, Raum 3. Obstructed. Ja, das stimmt schon so, Sinus. Das sieht sehr, sehr düster aus. Was die Dauer angeht bei der BMM. Wisst ihr, dass sie jedes Mal wieder aufgreift? Hallo. War denn jetzt dieser blöde One 3? Ich bin tatsächlich auch weiterhin am überlegen, ob ich meine Merchantman schweren Herzens weggeben soll. Nee, mach das nicht. Das ist eine zu gute Wertanlage. Eine Wertanlage auf jeden Fall, die hält sich noch sehr lange. nee, aber die Idee ist, eine Polaris draus zu machen, weil davon hätte ich was. Ich habe keine Lust, dass ich meine Merchantman habe, wenn ich 25 bin, weißt du? Ha, aber wenn sie dann kommt und sie ist geil, dann ärgerst du dich halt natürlich, ne? Das ist vollkommen korrekt, das wird auf jeden Fall der Fall sein, aber dafür müsste ich halt jetzt noch 7 Jahre warten. Mein Gott, wo ist denn dieses blöde OM3-Ding? Dreh mich jetzt hier am vierten Mal. Nimm doch ein anderes OM erstmal, oder gibt's gar keine OMs? Es gibt noch einen zweiten Weg, dafür bräuchtet ihr aber ein bisschen Zeit. Dafür müsste zu KHAIEL irgendwas, zu der Facility, und dann euch zwischen 20 und 35 auf die Mitte ausrichten und 450 Kilometer fliegen. Dauert natürlich, ist aber eine Möglichkeit. Das habe ich noch nie getroffen, wenn das diese Angaben hat. Das triffst du mit einem Stick tatsächlich. Also, ja. Wenn du mit dem Stick fliegst, triffst du das extrem genau. Ja, bin ich schon wieder. Komm doch mal ins Cockpit. Ich bin tatsächlich gerade voll unterwegs. Hervorragend. Das ist, ich sehe euch in spätestens 10 Minuten. 15. Ja. Du bist ja gar nicht auf dem Schiff. Nee. Ich bin nämlich super im geflogen werden. Also da kann mir kaum einer was vormachen, muss ich sagen. Ja, ich fliege grundsätzlich auch gerne. Das ist alles Übung, nehme ich immer gerne mit. Ja, das Ding ist halt, ich finde die Polaris auch nicht schlecht, aber ich muss überlegen, ob ich die Polaris kaufe, weil ich die Polaris toll finde oder weil es ein Capital-Size-Schiff ist und ich Ersatz für die Merchantman brauche. Also wenn ich die Polaris kaufe, möchte ich sie auch haben, also kaufen, weil ich eine Polaris haben möchte. Der andere Grund spielt da auf jeden Fall mit, ansonsten hätte ich mir die Polaris nicht dagegen gekauft, aber es ist halt eine komplette Umstellung vom Spielstil, ne? Vom Händler zum Flottenkapitän halb. Ja, das stimmt. Ich habe übrigens die Sorge, dass irgendjemand im Chat auf mein Alt F4 hereingefallen ist. So, er hat gefragt, wie er sich töten kann, und dann haben ein paar Leute Backspace geschrieben und ich Alt F4. Und ich glaube, er hat das abgekauft, weil danach kam nichts mehr. Ist ja, sehr böse. Minir hat recht, ab nach KH3 und von da 27 Grad für 450 Fünn geht schneller und leichter zu finden. Okay, also dann guck mal auf den Planeten nach KH3. Ja, finde ich bestimmt. War knusper, als ob es noch Leute gibt, die nicht wissen, dass Alte vier Dinge tut. Das habe ich, ist mir auch schon mal passiert, dass man so drin war und dann irgendjemand das gesagt hat und ich das dann auch gemacht habe.
Seitdem nicht mehr, aber ich bin auch mal drauf reingefallen. Aber bei Format C bist du vorsichtig, denn, ne? Geht das heutzutage überhaupt noch? Heißt doch direkt, sie sind nicht berechtigt, ihren eigenen PC zu löschen. Okay, soll ich mal fliegen? Dann kannst du so ein bisschen in den Chat lieber reingucken. Das ist voll eine gute Idee. Ja. Ja, was soll das? Warum gibt's hier keine Autopiloten? Weil das ein Spiel ist über Raumschiffe und das Fliegen mit denen? Voll nervig. Star Citizen wäre so schön ohne die Raumschiffe. So. Genau, da müsste man sich auch keine Sorgen mehr machen, dass eins rauskommt oder halt eben nicht. Knusper, ich habe gehört, du spendest jetzt mal all deine Raumschiffe. Brauchst du ja nicht mehr. Kann ich ja nicht spenden. Oder sowas. Ja, dann löscht du die halt mehr, einfach. Ich kann nichts mehr ändern bei mir. Das ist alles fest verwurzelt. Geht nicht. Ja. So, ich müsste auch mal was trinken und was essen. Aber ich hätte was dabei. Ja, ich habe auch was. Das Problem ist, er nimmt es nicht in die Hand. Du könntest einen Lockout probieren über Bett. Ich ja gar nicht ein. Aber es gibt tatsächlich Chancen, dass das funktioniert. Hey. Ach, wobei, warte, nevermind, versuch's nicht. Es kann sein, dass der Bettlockout, da war irgendwas mit der 318. Das System mussten so umstellen, dass das nicht funktioniert, wenn mehrere Leute an Bord sind oder so ein Mist. Bitte Bettfalle kennen. Wenn das sagt noch niemand mehr raus. Ja gut, das ist ein... Ja, es funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht kann ich ja was auf den Boden legen oder so. Oder in den Schrank. Wer weiß. Boden. Das Teil ist aber halt auch verbraucht. Du hast gar nichts gemacht, ne? Immer schon da. Wenn die Karte mitspielen würde, aber ist wieder jetzt allerliebst hier. Guck denn, dass ich euch auf der Strecke quasi einhole. Doch schon mal eine SC-Version, wo man hoffnungslos verdurstet ist, das glaube ich aufs Wort, dass es das gab. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, also M, die kommt man nicht ran. Ich glaube, die 600i, die hatte auch noch nichts, was man essen- und trinkenmäßig in der Küche sich grabben konnte. Ist gar keine Tür drin. Gewartet, dass die Tür aufgeht. So, da unten sind Getränke, aber die sind nicht wirklich da. Alter. Oh, ich mach das jetzt nochmal anders. Das ist ja grausam hier. Geht hier gar nichts. Hier geht gar nichts. Ich sehe immer noch nicht am KH3. Nee, lässt sich nicht. Lässt sich nicht anfliegen, lässt sich nicht auf der Karte hier auswählen. Die dann scrollt. Lass Schluss mal gerade fliegen. Ich bin die ganze Zeit geflogen. Jetzt. Ich bin jetzt mal zum OEM und jetzt wollen wir mal gucken hier. Ah, okay. Mal sehen, ob die Karte jetzt das macht, was ich möchte hier. Also ich meine, ich bin ja dafür, dass man alles edel weiß kleidet, aber macht ein Billardspiel mit allen möglichen Kugeln in weiß überhaupt Sinn? Nein, definitiv nicht. Ich würde sagen, beim Anstoß gewonnen, egal wer die Halben kriegt.
Oh, Wahnsinn. Man alleine spielt vielleicht, ja. Oh je, oh je, oh je. Gut, nähern uns Data Center erstmal. Mhm. Ah, Essen und Trinken sind zumindest wieder gespawnt. Ja, wir fliegen irgendwo hin, aber nicht, ja, nicht dahin, wo wir hinwollen. Er ist einmal mit uns in den Planeten gecrashed hier sozusagen und danach bin ich jetzt im Freien. Ich stopp mal den Quantum, wenn das irgendwie geht hier. Nö. Seid ihr tot? Nee. Also. Noch nicht. Warte mal, jetzt schmeiß mir aber egal auch mal den Stream an. Kannst du gar nicht aus Perspektive wechseln? Klar, das wird dir sehr viel helfen bei der Koordination. Wo zur Hölle seid ihr? Ja, er hat mich auf dem Planeten, als wenn wir abgeprallt wären, ne? Ist er durch die blaue Decke geflogen und dann war ich weg davon. Oh Gott, okay. Also bin richtig weit weg jetzt hier, quantummäßig. Das war. War auch in der Außenansicht und das war irgendwie ein bisschen merkwürdig alles, ja. Also eben war ich noch 1600 weg und dann auf einmal sind wir jetzt, ja. Er taut heute hier wieder hervorragend hin. Weiß jemand einen Preis von der 400i, beziehungsweise lohnt sie sich? Kostet irgendwie so 200, um die 250 Dollar rum. Ja, bisschen mehr, bisschen weniger. Irgendwie so, ja. Du hast genauso viel wie die Kurse. Ruffy, hab deinen Kanal über YouTube gefunden, zwecks Star Citizen, und ich freue mich, wenn ich das Spiel auch irgendwann mal spielen kann. Wir freuen uns auch, wenn wir das Spiel irgendwann mal spielen können. Da haben wir noch was gemeinsam. Ja, also im Moment ist es eine Tech-Demo. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist. Dem stimme ich nicht zu. Doch, finde ich schon. Es ist ein Spiel und wenn es sich spielen lässt, lässt es sich teilweise sogar extrem gut spielen. Und es gibt mittlerweile einige Leute, die doch tatsächlich das Spiel vernünftig spielen. Also es ist mittlerweile über die Tech-Demo deutlich hinaus. Finde ich nicht. Das ist in Ordnung, das ist vollkommen in Ordnung, aber ich stimme dem nicht zu. Das ist keine Tech-Demo mehr. Nein. Okay. Extended Version. Eine sehr schicke Tech-Demo. Halber, da können wir uns drauf einigen. Ja, also. Es gibt natürlich Phasen, wo man das. Ich habe das Spiel auch schon mal gespielt. Ich habe auch schon mal Mining betrieben und so weiter und habe auch schon mal versucht, in einem Live-Release, hey super, jetzt gehen wir uns ausstatten, kaufen uns Sachen und verdienen dann Geld und all sowas, aber da ist im Moment überhaupt nicht dran zu denken. Also. Ja, wobei, ich muss tatsächlich sagen, wir sollten der 3.19 noch die Chance geben. Gerade der 3.19.1 nach dem Freefly, weil als ich die gespielt habe vor dem Freefly, lief es überraschend gut. Ich glaube tatsächlich, dass die 3.19 ohne Freefly, ohne Messe und Co. ein Patch sein könnte, den man zumindest das erste Mal seit über einem halben Jahr und 3.17.4 und Co. war ja auch nicht fantastisch, also fast seit einem Dreivierteljahr mal wieder halbwegs ordentlich spielen könnte. Okay. Das wird natürlich auch erst zeigen, ob es die Datenbank zerrissen hat nach dem Event. Und es wird sich auch erst zeigen, wenn der Freefly vorbei ist, aber wenn das der Fall ist, dann hoffe ich auf bessere Zeiten. Also ich kann Microtech nicht anspringen. Er dreht dann das gesamte Schiff und will dann in Richtung Minischnuffi springen. Ich bin gleich da. Halbor schreibt einfach abwarten bis zu 4.0 und dann läuft es sicher ganz bestimmt alles gut und rund. Ich wollte nicht warten, bis ich 60 bin.
Ja, lass den Papa mal machen. Brauchst du. Ja, warte, ich mach noch einen Versuch mal jetzt. Oder? Ich hab doch mal alles gelöscht, aufzugemacht. Hast du nicht gesehen? Ich drück B. Also Forster, du musst jetzt sowieso, du darfst auf jeden Fall nicht irgendwas anderes anspielen. Du musst jetzt erstmal Microtech anspielen, bevor du irgendwas anderes anspielen kannst, ne? Ja. Ne, er dreht bei mir sofort das Schiff. Ich muss sofort den Quantum abbrechen. Also ganz merkwürdig. Warte, jetzt steige ich mal aus. Keine Chance. Geht nicht. Er will in die andere Richtung springen. Das habe ich auch noch nicht gehabt. So, also, wo wollten wir denn ursprünglich mal hin? Also was Common mit? Ray, springen wir an der Seite links zum Common Ray. Und da SC422 oder wie? Ja, genau. Also eigentlich wollt ihr nach KH3AAEL. Ja, aber davon kommt man von Common Ray gut hin, weil das auf der Seite liegt. KH3AAEL. Mhm. Korrekt. Er dreht mich auch weg. Er dreht dich weg, ne? Wir fliegen woanders hin, ne? Ja, dann lassen wir mal fliegen. Mal gucken, wo er uns hinbringt. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt übrigens auch da. Ich kreise schon um euch herum. Im Notfall, ich könnte übernehmen. Ich weiß nicht, wo er hin will mit uns. Ich habe keine Ahnung. Das ist spannend. Als wenn wir von jemandem gerufen werden. Von dem Borg vielleicht. Ich denke, er fliegt gerade Richtung Stanton. Wollt ihr das vielleicht wieder abbrechen? Nee, ich will jetzt wissen, wo der mich hinbringt. Oh Gott. Die Borg, wir werden gleich die Borg treffen. Ja, und wo fliege ich jetzt hin? Flieg dann schon mal nach Microtech und warte da. Oder so ähnlich. Echt? Straight weg? Crazy. Ist das nicht. Also, ich weiß nicht, was er. Weil es ist auch kein richtiger Quantum Travel, es ist so ein Quantum Start irgendwie. Ja. Was zur Hölle ist denn bei euch kaputt gegangen? Weiß nicht. Wir sind im Cruise Mode hier irgendwie, keine Ahnung. Ihr habt einfach schon das nächste. Knuster, kannst du das Schiff bewegen? Gerade nicht. Oh. Ich dachte, vielleicht habt ihr schon den Quantum Dingsbums da freigeschaltet. Ihr seid auch vergleichsweise, glaube ich, echt langsam im Gegensatz zu normalen Quantum Drive. Es ist kein Quantum. Es ist wie der Quantum Drive Start. Aber nicht das tatsächliche Beschleunigen. Ist die Fluggeschwindigkeit durch ein Wurmloch? Weiß nicht. Hat er vielleicht schon eins gefunden? Weil das ja die. Das war doch kein die Explorer-Variante, oder? Ja, aber die Carrick ist da besser drin. Eigentlich. Alles aus hier. Kann man vielleicht hier einen anderen Bordcomputer einbauen? Geht das? Ja, probier mal. Navigation 2.0 vielleicht, also? Ja. Was ist mein Passwort für? Das ist 1234. Ja, okay. Das sicherste, was du finden konntest. Das einzige, was ich mir merken kann. Weiß nicht, ob das gut ist. Gutes? Ich hab's rekonstruiert. Ich bin zu euch auf dem Weg. Es ist nämlich genauso, wie ich gedacht habe. Ja? Also, Forster,
Du bist die ganze Zeit nicht Mycotech angesprungen. Du warst zu weit weg von Mycotech. Du wolltest direkt an der Punkte außerhalb anspringen. Ich konnte Mycotech nämlich beispielsweise auf das Starmap gar nicht auswählen. Als ich beispielsweise jetzt New Babbage gewählt habe, hat er mich in den gleichen State versetzt. Bei mir müsste das zudem auch noch grün sein, was es ebenfalls nicht ist. Und bringt mich jetzt quasi an dieselbe Location wie ihr. Ihr müsst also quasi irgendwo hintraveln, wo ihr von dem Punkt aus wieder zu Mycotech kommt. Und hiermit geht es wahrscheinlich straight zu Stanton. Habe ich doch gerade schon. Ja. Aber trotzdem dreht sich das Schiff eben wieder. Jetzt geht's. Okay. Mini, man musste nämlich einfach nur woanders hinfliegen und von da aus konnte man dann Mycotech anspringen. Dann geht's. Das klingt irgendwie genau das, was ich gerade eben gesagt habe. Weiß nicht, woher das kommt. Ist das ein neuer Schutzmechanismus von Mycotech? Nur noch für geladene Gäste? Das schützt weder Mycotech noch unsere Nerven noch irgendwas sonst. Wo sind meine Shields Critical? Öfter mal was Neues. Da liebe ich mir doch einfache Bunkermissionen, wo die NPCs im Fahrstuhl einfach darauf warten, dass man sie abknallt. Das ist doch. Da wird geliefert, was man erwartet. Ja, genau. Ja. Genau so soll das Spiel laufen. Ach ja. Neue 3D-Map wäre auch mal sinnvoll. Oh ja. Soon, oh, TM. Ja. So, wir sind jetzt bei KH3AAEL. Okay, gut, dann musst du dich jetzt auf quasi 27 Grad ausrichten und fliegst dann 450 Kilometer. Aber das schön aus der Innenansicht, damit du immer 27 Grad hältst. Ja, das ist gar nicht so unbedingt. Ich muss erstmal dahin, ne? Man muss wahrscheinlich genau von dort starten, damit das funktioniert. Ja, du kannst quasi, wenn es gleich, wenn du den Punkt angesprungen bist und dann auf 27 ausrichtest. Ja, weil sonst, wenn du auf 4000 rangehst, beschießt dich KH, ja. Ja, genau. Weil wir da keine Mission haben, denn also, der ballert er dich runter. Wie viel Grad? 27. Also nicht 720, geht nein, ja auch gar nicht, 270, Grad. Sondern wirklich 27. Okay. Ja. Das ist ja interessant. Und wenn du KH weiter im Ziel lässt, im Zielfaden für dich und dann ab und zu mal auf F2 springst, dann siehst du ja, wie weit wir weg sind. Und wenn wir dann bei 450 sind, dann muss unter uns irgendwo der Fluss sein. Aber das kann ich ja mal machen. Ich kann ja mal. So, da ist 25, da sind. Das wären dann 27,5, also so irgendwie. So denke ich. So bin ich denkend. Das Gute ist auch, dass so ne, ja, auf der Karte jetzt natürlich das Symbol direkt über dem Center ist, sodass man das Center nicht anklicken kann, um selber zu gucken, wie weit sind wir weg. Ja, weil der zieht vor allem immer nach rechts ein bisschen. Weil der Knuspermarker da sozusagen drauf hängt. Doof. Rechtes Alt oder so. Aber Mini Schnuffi hat ja ein Aufklärungsflugzeug mit, also brauchst du immer nicht nur daherfliegen. Ja, genau. Genau, und näher nämlich an die Karte kann man nicht ran, weil dann sind die Zeichen nämlich alle weg, oder? Ach, so doof. Ja, oh, alter Schwede, das ist so nervig. Also für solche Planungen, und wenn man das mal so irgendwie, ne? Also,
Jetzt kann ich als Navigator praktisch dich nicht unterstützen, weil ich das nicht anklicken kann, um die Entfernung so ein bisschen zu sehen. Ja, das ist echt. Cruise hier mit meiner Maus hier irgendwie hin, damit ich das irgendwo in die Mitte des Bildschirms hier kriege. Und warum verstellt er sich denn immer? Das ist ja nervig. Also Ruder fixieren mit Alt, mit rechtem Alt geht nicht. Also überhaupt Flugsteuerung fixieren habe ich auch noch nicht, gar nicht gehört. Aber bin jetzt auch ewig raus, keine Ahnung. Was hattest du jetzt? VKB oder was hattest du jetzt? Oder ich habe Wirbel, aber ich habe keinen Wirbel angeschlossen. Ich bin hier gerade hier mit Xbox Gamepad. Ah. Behelfe ich mir. Weil ich sonst halt. Sonst muss ich hier hinten sitzen. Und dann bin ich so weit vom Bildschirm. Ah, wobei jetzt mit Brille geht's auch. Aber ja, das ist so der Hauptpunkt, warum ich im Moment gerade mit Gamepad spiele. Und Mini, bist schon da? Für mich sieht das aus, als Mini in der Nähe vom Datacenter ist, also hinter uns. Ah. Ja, und ich kann das immer noch nicht anklicken, um zu sagen, ob wir 450 Kilometer weg sind. Kann ich das jetzt irgendwie rausfinden? Weil ich hab's noch angeklickt, aber... Ja, wenn du dann oben auf F2 gehst, dann siehst du über dem blauen, Fenster siehst du oben, dann stehen eigentlich KHE. Also bei dir steht jetzt Microtech. Ich habe gerade festgestellt, ich war ja gemutet. Ihr seid sogar 50 Kilometer gerade mal weg. Das ist nicht gut. Ich habe gesagt, braucht ein bisschen, ne? Das ist richtig. Ja, ja. Aber danach werden wir ja belohnt, also. Garantiert klappen. kurz bevor wir da sind, kommt dieses komische irgendwas mit 30. Nee, hoffentlich die Sonne, Wahnsinn, sonst sieht man da unten nichts. Das war mit Gamepad, da müsste man eigentlich gleich aus Prinzip den Follow mit raus. Ja, dann. Ich komme eigentlich damit immer wirklich gut klar, um von A nach B zu kommen. Also besser als mit Maus und Tastatur. Aber ja, wenn man normal vorhat zu fighten oder so, dann sind natürlich Joysticks wesentlich besser. Also Mini hat das Ziel praktisch bei sich drinne und weiß die Entfernung der Kilometer. Ich weiß so, wie weit ihr wegfahrt von der Station. Aber ich kann mir das auch direkt reinhauen, das ist kein Problem. Nur mal so, damit man mal, weil ich krieg's ja, nicht klar. Rein hier. Also ich kann's nicht markieren, ich kann's nicht reinkriegen, also keine Chance. Nee, weil du bist nicht am Fliegen. Du musst im Pilotensitz sein, damit das geht. Aber wir haben jetzt gerade 100 Kilometer hinter uns. Okay, aber du hast uns gerade voll überholt, von daher kann ich dir jetzt einfach hinterher fliegen. Hervorragend. Wow, was hast denn du für ein Schiff? Defender. Hinterher! Ich flieg gerade entspannte 700. Echt? In der Atmosphäre? Crazy. Okay. Das ist schnell. Defender ist grundsätzlich, ehrlich gesagt, nicht so zum Kampf, aber ansonsten ein recht cooles Schiff. Wobei ich sie jetzt mit Joystick im Kampf echt nochmal testen sollte. So, im Co-Pilotensitz kann ich das jetzt auch. Jetzt habe ich das Datacenter auch drin. Hervorragend.
Jo. Ich gehe mal ein bisschen höher, damit wir mal ein bisschen schneller werden, weil wenn ich Schnuffi macht das ja jetzt mit dem Fliegen. Ja, sind 130 Kilometer jetzt entfernt erstmal von unserem Startpunkt. Hier wird gerade so ein bisschen diskutiert, ob der Joystick lohnt, je nachdem, was ihr machen wollt. Aber ich habe das ja früher auch gemacht und ihr seid mit dem Joystick und vor allem dem Vorteil viel, viel präziser in den Geschwindigkeiten. Ich kann beispielsweise genau sagen, ich möchte 625, 638 oder 671 fliegen, je nachdem, worum es halt geht. Also das generelle Fliegen plus eben das Fliegen mit dem Joystick ist deutlich präziser als mit Maus und Tastatur. Auch in den Manövern. Das kann ich bestätigen. Diese Ghost Hollow Mission übrigens, die habe ich heute getestet, ne? Die lohnt sich vom Cache extrem. Na, eben hat schrieb jemand 250k, wenn das alles glatt geht irgendwie. 300k und dauert vielleicht, wenn Spieler vor Ort sind, dauert es länger. Ansonsten seid ihr da in guten 15 Minuten durch und habt 300k in 15 Minuten verdient. Dann könnt ihr es in 30 Minuten direkt neu machen und wenn kein Spieler ankommt, dann immer wieder wiederholen. Und was machst du denn am Boden unten? Also, was ist da die Aufgabe? Du klickst auf dem Automat auf den Bildschirm. Hm? Und dann läuft der Bildschirm durch und du siehst das Geld steigen. Dann kannst du dir noch einen zweiten Bildschirm holen und die miteinander verbinden. Dann hast du 100% dieser Ausgaberate. Und wenn der Bildschirm dann durch ist und der Balken durchgelaufen, kannst du das Geld abholen eben. Du kannst es auch vorher abheben, aber dann ist halt weniger. Und dann solltest du dich halt verteidigen gegen Leute, die dir ankommen. Mhm. Ja, Rago, vielen Dank für deine Info bezüglich Wasserhaushalt. 14%, aber er will leider nichts trinken. Sonst wäre ich da ja voll bei. Schauen wir mal. Also das muss ich dir gleich mal was hinstellen, ob du das denn nehmen kannst vielleicht. Mhm. Medbay. Kiato, die 600i verfügt zum aktuellen Zeitpunkt über keine Medbay. Das ist korrekt. Aber da das Rework ja eh nächste Woche kommt. Ja, tu es in die Hand. Nö. Absolut nichts in der Nähe. Wobei, das könnt ihr machen. Ihr könnt jetzt zur Station abdrehen und dann zu mir springen. Wenn ihr das wolltet. Ja. Aber ich stehe auch mal auf. Vielleicht kann ich dir irgendwas hinstellen. Das wäre schon echt nicht schlecht. Wahrscheinlich wird die Sicht nämlich gleich auch verschwommen. Nein, Flasche auf dem Boden will nicht. Hatten wir schon. Warte mal. Ich nehme mal was in die Hand. Dauert gerade. Ist immer noch nicht in meiner Hand. Ich glaube, das ist das gleiche Problem. Ich schalte mal Display 2 ein, dann sehen wir ja, wie lang der Delay ist da oben. Ich weiß nicht, wie tief wir sind, aber das sieht irgendwie sehr tief aus. Ja, 30.000. Ah, wir haben langsam einen Sonnenaufgang. Gut so. Ja, meine Flasche ist aktuell noch weg. Aber er hat das auch noch nicht abgearbeitet. Wie weit bist denn du weg, Mini, vom Ursprungsort? Gib mir 60 Kilometer.
Vom Ursprungsort oder vom dahin, wo wir wollen, Steward? Also im Endeffekt dahin, wo wir hinwollen. 50 Kilometer. Ich bin auch relativ, ich hab auch tatsächlich mit der Geschwindigkeit einen deutlichen Unterschied zu euch. Quantum Drive activated. Ich würde dir tatsächlich aber empfehlen, dass wenn du von diesem Fluss noch irgendwas sehen möchtest, vor allem wenn jetzt gerade die Sonne aufgeht, dass ihr vielleicht wirklich kurz zur Station abgeht. Ich habe die Flasche noch nicht in der Hand. 135 Sekunden Delay, Achtung, aktuell. Also ich habe mich ja oben eingestort in der Dings. Zur Not würde ich da halt wiederkommen, glaube ich. Ach nee. Nicht mit Krankenhaus, ne? Ich bin ja nur da gelandet, wenn ich jetzt zum Server rausgehe. Ja. So, pass auf, jetzt tut sich was bei mir. Jetzt ist das, nach 160 Sekunden ist das Inventar aufgegangen vom Schiff. Jetzt arbeitet er den nächsten Delay ab, dass ich die Flasche gerne in die Hand haben möchte. Das läuft, ja. Also, mal gucken, ob ich nochmal 160 Sekunden brauche. Ja, wäre auch cool, wenn du sie aus meiner Hand nehmen könntest, ne? Mit Grab oder so, ne? Das wäre auch schon mal nicht schlecht. Ich habe gerade die Problematik, ich muss den Fluss noch finden. Also ich bin jetzt kurz in der Location da, ich muss den Fluss auch noch finden. Und die Scheinwerfer von der Defender sind bei weitem zu hoch, als dass ich das könnte. Zu hoch? Nicht so hoch, sondern die sind bei weitem zu hell. Die strahlen mir nur das Cockpit weg. Ich erkenne vom der Umgebung nichts. Ja, dann komme ich mal zu dir und dann gucken wir mal, wie die Scheinwerfer von der 600i sind. Na, die waren doch schon bescheiden. Läuft! Da ist ja von der. Also die Scheinwerfer von der Pisces sind da ja besser wie von der 600i. So habe ich mir das gewünscht. Das wird gut. So, ich gehe jetzt auf die 300 Sekunden zu. Mal gucken, ob jetzt wieder nach gleich die Flasche in meiner Hand ist. Noch ist sie weg. Kann ich nur eine Frage der Zeit sein, bis der Server. Bis er weg ist, oder? Der Server hat. Ja, 4,0 Server FPS. Das ist verdammt beschissen. Mhm. Oh, schön. Der zweite Delay mit der Flasche dauert jetzt schon länger, wie das Inventar öffnen. Gladius oder Gladius Valiant, wo ist der Unterschied? Eigentlich die Bemalung und das Waffensetup, was dran ist. Aber du könntest ansonsten die gleichen Waffen an die normale Gladius bauen, die auch bei der Gladius Valiant dran sind. Ich glaube, die Valiant setzt mehr auf Energiewaffen als die normale. Die geht, glaube ich, mehr auf Ballistics. Bin ich mir aber auch nicht 100% sicher. Würde auch bei der normalen bleiben, ja. Also, ich selbst habe auch nicht mehr sehr viele FPS. FPS sind nicht mein Problem. FPS sind 20 oben, ist rot auf jeden Fall. Jetzt sind 30, jetzt ist er gesprungen. Die Server-FPS sind jetzt auf 5 hochgegangen. Uhu!
diese Geschwindigkeit. Und ich habe jetzt überlegt, ob ich meine Getränke aus meinem Bein sozusagen Halfter in den Rucksack packe und dir den Rucksack hinlegen könnte, weißt du? Sagen wir einfach, es wäre gut, wenn ich innerhalb von 10% trinken das Ding gesehen hätte. Aber so schnell geht noch nicht mal die Sonne auf, glaube ich. Und in Dunkelheit werden wir hier sowieso nichts sehen. Ich habe jetzt gerade meinen Gamma-Wert schön hochgedreht, damit ich was erkenne. Ich jetzt gerade mal diesen dämlichen Fluss finde. So, mein Rucksack liegt jetzt da. Weiß nicht, ob du den links aus deinem Augenwinkel sehen kannst, so zufällig. Ja. Aber ich habe ja Getränke. Es geht ja nicht darum, dass ich Getränke im Rucksack brauche. Es geht darum, dass ich die nicht in die Hand nehmen kann. Achso, vielleicht gedacht, du kriegst die aus meinem Rucksack vielleicht raus. Also, ja, probieren kann ich's. Wenn ich jetzt hier aufstehe, fällt die runter, oder? Der Rucksack oder was? Nee, das Schiff. Achso. Oder bleibt das schweben? Das bleibt schweben, klar. Du hast ja die Triebwerke. Klar, sagt er. Ja, ist wirklich klar. Das war ja fast schon immer so. Sag's. Also, sag mal so, wenn sie runterfällt, bezahle ich sie nicht, ne? Door equip open. Loading, loading, loading. Aber bei mir ist die Wasserflasche doch zu sehen jetzt, oder? Ist das? Ach nee, es sind deine. Okay. Das sind die Sachen, die ich habe. Ja. Dein Rucksack, glaube ich, das wird nichts. Und jetzt so bumm, Problem gelöst. Ja, darauf wird es am Ende wahrscheinlich hinauslaufen. Also wenn du jetzt hier dieses Display 2 reinmachst, dann siehst du oben über deinem Rucksack sozusagen ein Delay-Info, wie viele Dinge erwartet von dir. Okay, was muss ich da genau schreiben? Du musst praktisch hier in dieses Tab-Fenster rein, genau. Ja, Unterstrich. R und dann hier Tabulator, also drücken und dann die 2 eingeben. Also R eingeben, Tabulator-Taste 2. Habe ich. Ja, und dann Enter. Und dann wieder raus. Genau, jetzt siehst du oben so ein Delay-Fenster oben drüber, links oben in der Ecke oder rechts oben. Und auf wie viele Sachen er so wartet. Also da steht das Wort Delay 4 bei mir zum Beispiel. Dass er auf 4 Aktionen von mir wartet, die er noch abzuarbeiten hat. Also über dem Wort Personal oben in der Ecke. Bei dir steht Delay 5. Also 5 Sachen will er abarbeiten. Ja. Und wenn da oben irgendwas machen, besteht mit Delay 10 oder 20. Das war oben links. Entschuldigung. Ich habe die ganze Zeit rechts gesucht. Nee, Entschuldigung, oben links, ja, genau. Da oben links, alles klar. Genau, daran kann man immer sehen, wie viele Sachen er noch abarbeiten will, bis er zu dem eigentlichen kommt, was du von ihm wolltest. Das macht ja Mut, immer. Gut, dass ich die Info habe. Super. Ja, das war, brauchte man in 3.18, brauchte man das halt auch, weil genau das Ähnliche dort war, das Verhalten sozusagen. Also ich habe gute und ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Sonne geht auf, aber?
Nein, ist kein Wasser mehr im Fluss. Also, ich habe den Fluss noch nicht gefunden, dafür aber einen See. Hm. Und von dem See geht eigentlich der Fluss eigentlich weg? Hier ist alles, aber kein Fluss. Ah, okay. Warte mal, never mind. Vielleicht bin ich einfach blöd. Erzähl mal was zu deinem Anzug. Vielleicht gibt's den in-game so noch nie gesehen. Ja, den war ein Subscriber-Player hier. Das ist der erste RSI-Suit, der damals bei der Zeus-Mission, glaube ich, genau, Zeus-Exploration-Suit praktisch benutzt wurde. Also ein sehr alter Raumanzug, der natürlich entsprechend unseren heutigen Raumanzügen relativ ähnlich sieht. Entschuldigung. Okay, Winnie. Also ich habe einen Flussausleger für diesen See gefunden, aber er ist winzig klein. Es handelt sich definitiv nicht um den Fluss, den wir eigentlich finden sollten. Okay. Den werde ich jetzt aber auch nochmal weitersuchen. Außer ihr wollt jetzt erst zu mir fliegen, damit ihr, damit ihr überhaupt irgendwas habt. Ja. Also ich denke mal, ich habe jetzt noch 8% Getränke. Mit dem Sonnenaufgang werde ich dann auch irgendwann versterben, denke ich. Da hinten ist er. Wo bist du, du dämlicher Fluss? Aber cool, dass ich jetzt random irgendeinen See gefunden habe. Mhm. Cool, dass hier irgendwelche Minecraft-Blöcke mit drin sind. Ich hab nochmal einen Link reingemacht, ich weiß aber nicht, ob du den sehen kannst. Der bringt dich praktisch dahin. Der See ist cool. Hier sind alle Ecken am Rand viereckig. Das sieht aus wie Minecraft. Ja, fortschrittlich. Ja. Cool. Terraforming. Whoop. Ihr findet jetzt den Weg, denke ich, zu mir. Dann suche ich jetzt nämlich nochmal nach dem Fluss. Ja. Vielleicht kann ich ja an den Fluss gehen und trinken. Oder an den See, meine ich. Bestimmt, ganz sicher. Solche Fortschritte ist das Spiel bekannt. Aber hier ist ganz nett, offene Fläche für Bikes und sowas. Komm Spiel, sei einmal brav und gib mir diesen dämlichen Fluss. Aber nachdem es hier jetzt wirklich so lange hell wird, kann ich gleich meine Gamma-Werte wieder auf normal setzen. Seht ihr die Supernova? Oh ja, ich weiß was damit. Aua, das ist zu tief. Ja, das sind wirklich nicht harte so tief, Kanten hier vom Fluss so her. Tief. Das ist das habe ich schon anders gesehen, also. Das sind ja wirklich harte Kanten. Ich weiß nicht, was du meinst. So bleibt das Fahrwerk trocken, voll gut. Alter Schwede, das ist ja echt... Ich hab das Gefühl, den See sollte nie jemand finden. Trotro, ja. Vielen Dank für dein Foto. Ja. Ach, das Funzellicht ist ja auch noch an, stimmt. Ja, jetzt leuchtet es auch. 3 Meter vor mir. Wetter, Spitze. Na, langsam aber sicher. Verschwimmt meine Sicht. Komm gleich vorbei und werf so lange mit Wasserflaschen um mich herum, bis du eine kriegst. Wenn du eine in die Hand nehmen kannst, wäre das schon mal ein Fortschritt. Ja, ich versuche auch meine Flaschen hier mal in die Hand zu nehmen, aber die werden mir immer wieder ins Inventar zurückgepackt, hier sehe ich. So, ich bin nur 2 im Delay. Mhm. Das heißt, wenn ich die jetzt in die Hand nehme, bin ich 3 im Delay. Ja, jetzt bin ich 3 im Delay. Mhm. So, und jetzt warte ich hier. Entweder bis ich umfalle oder bis ich meine Wasserflasche in die Hand nehmen kann. Mhm. Top.
Ja, dann fassen wir jetzt schon mal zusammen. Was haben wir heute Abend geschafft? dass die... Ja, okay. Auf den Boden legen und dann greifen. Das funktioniert genauso wenig. Also ich kann die Flasche auch nicht auf den Boden legen. Das ist genauso ein Delay, wie in die Hand nehmen. Ich dachte nur, dann nehme ich jetzt wenigstens zwei Sachen, weil zweimal auf 5 Minuten auf irgendwas warten, überlebe ich, glaube ich, nicht mehr. Ich habe auch nur noch 22% tatsächlich. Aber jetzt steht bei mir nur noch ein Delay. Hm. Ja, dann ist jetzt der Soon-TM da. Ja. Muss ja so sein. Meine Prognose ist, dass wenn ich gleich umkippe, Mini dann sagt, ich hab den See. Edit plus. Das wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit passieren, ja. vielleicht habe ich ihn gerade kurz gesehen, bin noch nicht sicher. Also ich probiere jetzt auch beide Varianten, etwas in die Hand zu nehmen und etwas auf den Boden zu stellen. Ich würde beides lassen, Forster, weil du mit beidem den Server weiter auslastest und alles, was mit dem Inventar zu tun hat, wirst du sowieso nicht lösen können. Es gibt für das, was du vorhast, keine Lösung, außer dass das Delay vorbeigeht. Und mit jeder Aktion, die du machst, legst du übrigens ein weiteres Delay und eine weitere Verzögerung für den Server drauf. Das ist eine Spitzenkombi. Er hat das zu machen, was ich ihm sage. Also, sagen wir mal. Oh. Du hast wahrscheinlich genügend gespendet, um das zu behaupten zu können. Ja, für diesen. Aber speziell für diesen Server habe ich Geld gestern Abend in den Schlitz geworfen. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, das ist aber angekommen, nur leider bei mir und nicht bei CRG. Aber danke für meine neue Perseus. Tja, Freunde, aber was haben wir heute gelernt? Wir waren auf der Drake Defense Con. Wir haben gelernt, dass die Halle schöner aussieht als letztes Jahr, schön angeordnet ist, dass enorm viele Drake-Schiffe im Spiel sind und dass nur noch ein Drake-Schiff fehlt, nämlich die Kraken. Deren Holo-Modell war leider ohne Texturen und auch nicht besonders hochauflösend und hatte Level-of-Detail-Probleme. Darf ich kurz fragen, seit wann wir beim ESC sind? Was? Wieso? What did we learn this week? Achso. Ja. Dann haben wir über die Schiffe gesprochen aus dem Star Citizen Live gestern. Was? Ich wusste es. Bin mir nicht sicher, ob ich das noch bis dahin schaffe. Ich mir auch nicht, aber ich bin tatsächlich jetzt gerade da. Ja, Forster, probier uns mal dahin zu bringen. Ja. Wenn ich mir so ein Pen. Ach nee, das geht ja auch nicht. Ja. Mach weiter. Wir haben über die Schiffe gesprochen aus dem Star Citizen Live, die in Entwicklung sind oder noch in Entwicklung reinkommen. Und Mini, ich muss dich auch nochmal daran erinnern, dass die Merchant Band noch eine ganze Zeit lang dauern wird. Ja. 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 Okay. Und ansonsten, ja, Leute, war das die Invictus Week? Einen Tag habe ich geschwächelt, den Anvil Aerospace Tag. Den habe ich ausgelassen, aber Forster hat durchgezogen auf dem Merc Live Channel. Ja, in ein paar Wochen ist Alien Week. Dann schauen wir mal, was uns noch so das Jahr erwartet. Die Erwartungen sind ja eher gedämpft bei allen. Dann können wir eigentlich nicht so krass enttäuscht werden. Mal schauen, was die CitizenCon bringt, was die Intergalactic Aerospace Expo noch bringt. Und sie haben ja auch irgendwas gesagt, von wegen Ende des Jahres käme nochmal ein größerer Patch. Ich denke mal, dass es sich dabei um 3.20 dann handeln wird. Und mal schauen. Für mich wird es tatsächlich jetzt ein bisschen schwieriger, muss ich sagen, Videos über Schiffe für euch zu machen, weil ich, wie gesagt, bei CIG da aus diesem Pool rausgeflogen bin. Ich kriege also keine Giveaways mehr von CIG und ich kriege auch keine Leihschiffe mehr von CIG. Entsprechend muss ich immer schauen, wie ich mir die Schiffe organisiere, aber ich werde mich auch auf dem YouTube-Channel darauf spezialisieren, wenn es denn Concept Sales gibt oder wenn es neue Schiffe gibt, dass ich euch die trotzdem irgendwie zeigen kann. Denn das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht, muss ich sagen, an Videos.
Ja, ansonsten, Mini, werden wir mal hin und wieder auch ein bisschen Flugsimulator streamen. Ne? Vielleicht bist du da ja auch mal dabei. Sehr gerne, ja. Denn mit Mini-Schnuffi fliege ich sehr häufig auch im Multiplayer, im Shared Cockpit im Flugsimulator. Vielleicht wollt ihr das ja auch mal sehen in einem Stream. Und natürlich wird es auch hin und wieder mal einen Star Citizen Livestream geben, aber eben nicht so viele im Moment. Weil ihr merkt es mir ja auch an, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig hyped im Moment. Herzlich kam. Das ist absolut krönender Abschluss, würde ich sagen. Also ich bin nicht an Wassermangel gestorben, möchte ich mal kurz festhalten. Du hast gleich den ganzen Server mit runtergerissen. Wahnsinn. Wahnsinn, Freunde. Also ich würde sagen, das ist die Krönung für alles. Ja. Es ist alles passiert, was ihr prophezeit habt. Nummer eins, dass wir ankommen und es war ja immer noch nicht richtig hell. Nummer zwei, wir kriegen 30.000 am Ende. Und Nummer drei, du wärst beinahe auch noch... und ich habe den Fluss quasi erst gefunden, als du quasi schon tot warst. Ja. Läuft. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, Freunde, wie gesagt, es geht weiter mit Star Citizen. Es wird ehrlicherweise bei mir nicht so viel geben. Immer mal wieder, wenn was Spannendes ist. Neue Schiffe, wie gesagt, habe ich super Spaß dran. Da werde ich euch Videos für bringen. Und für den Rest gibt es meine Kollegen auf YouTube und auf Twitch, die im deutschsprachigen Bereich hier super fleißig sind und ganz, ganz viel tollen Content bringen. Und dann schauen wir einfach mal, was das Jahr noch so bringt. Und ich würde trotzdem mich freuen, wenn ihr meine Kanäle jetzt nicht aus dem Auge verliert. Ja, trotzdem schaut gerne weiter auf YouTube mal hin und wieder rein und auf Twitch auch. Und ansonsten gibt es jeden Montagabend 19 Uhr Merk-Live. Forster, vielleicht kannst du noch mal kurz bei mir in den Chat reinhauen. Na klar. Den Link zu deinem oder zum Merk-Twitch-Kanal. Mhm. Denn da ist jeden Montagabend 19 Uhr Stream. Und da bin ich auch ab und an zu Gast und mache dann da mit. Und behalte so auch ein bisschen den Überblick übers Spiel. Ja, Freunde, das soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Vielen, vielen Dank, Forster und Mini Schnuffi, fürs Mitmachen an euch beide. War wie immer ein netter Männerabend. Vielen lieben Dank. Auf jeden Fall und immer wieder gerne. Wunderbar. Und dann hoffe ich, Freunde, dass wir uns bald wiedersehen und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, wegtreten.